So, auf den Gong haben wir natürlich gewartet. Es geht wieder los. Die Kulturinstitutionen in Sachsen können wieder spielen. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Karina Schlewitt. Ich bin die Intendantin von Hellerau. Und wir beginnen mit der Diskussion Tanz in der DDR. Vielleicht zur Information, geplant war eigentlich eine größere Veranstaltung, und zwar im Mai 2020 im Rahmen des Festivals Erbstücke. Mein Kollege André Schallenberg, Leiter der Theater- und Tanz, des Theater- und Tanzprogramms, hatte das vorbereitet. Und wir haben diese Veranstaltung mehrfach verschoben, wie in den letzten fast 2 Jahren so üblich. Einiges ist auch auf der Strecke geblieben, einiges konnten wir nicht mehr verschieben. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass heute Abend diese Diskussion stattfinden kann. Es sollte eigentlich in dem Kontext morgen auch noch eine Filmpremiere geben von Barbara Lubich, Zeit im Umbruch. Und diese Premiere findet aber nun im Mai statt. Die können Sie sich schon mal vormerken. Die ist thematisch auch an diese Diskussion angedockt. Die Diskussion findet statt in Zusammenarbeit mit der Akademie, mit der Sächsischen Akademie der Künste und mit dem Tanzarchiv Leipzig. Und ich begrüße herzlich als Vertreter der Sächsischen Akademie der Künste Wolfgang Schaller. Er ist der Sekretär der Klasse Darstellende Kunst und Film und wird etwas sagen auch zur Idee dieser Veranstaltung. Viel Spaß heute Abend. Herzlichen Dank, liebe Karina Schlewitt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist tatsächlich jetzt 2 Jahre her, dass wir die Initiative seitens der Klasse Darstellende Kunst und Film in der Sächsischen Akademie der Künste ergriffen haben, etwas für die Erinnerung und die Beschäftigung und die Aufbereitung dessen, was wir als Tanz in der DDR bezeichnen können, und das ist weiß Gott sehr viel, dass wir damit begonnen haben. Und richtig losgetreten, und das ist nicht zu schwach formuliert, hat es Hanne Wandke seinerzeit noch etwas früher in einer unserer Zusammenkünfte und hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir dringend etwas tun müssen, um mit einem Erbe umzugehen, das zwar im Tanzarchiv erst einmal aufgehoben ist, man könnte sagen hoch und trocken liegt, aber mit dem gearbeitet werden müsste in vielfältiger Weise, wozu die Mittel fehlen. Und unser Anliegen seitens der Akademie ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass das Tanzarchiv eine andere finanzielle, personelle Ausstattung benötigt, um einer Verpflichtung, die anderswo in Deutschland wohl wahrgenommen wird, nachzukommen, damit dieses Erbe nicht untergeht, nein, dass es gepflegt wird, aufbereitet wird und dass es auch weiterentwickelt und vergrößert wird. Und unsere Hoffnung ist, dass wir durch die idealen Umstände der Kooperation mit Hellerau, wofür ich mich herzlich bedanke im Namen der Akademie der Künste, dass wir durch diese idealen Umstände, dass es eben mit Workshop und Gastspiel verbunden sein kann, dass wir darauf aufmerksam machen, wie stark dieses Anliegen noch unterstützt werden muss, damit sich die Verhältnisse auf diesem Gebiete verbessern. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag, Diskussionsnachmittag, und hoffe, dass wir uns alle auch zum heutigen Gastspielabend wiedersehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Karina Schlewitt, vielen Dank, Wolfgang Schaller, für das Haus und für die Akademie. Mein Name ist Patrick Primavesi, ich bin schon von Wolfgang Schaller erwähnt, Leiter des Tanzarchiv Leipzig e.V. Diesen e.V. gibt es seit den frühen 90er Jahren, gegründet durch den Freistaat Sachsen, um der Verpflichtung nachkommen zu können, der aus dem Einigungs-, aus dem Staatsvertrag für die neuen Länder dann angestanden hat, die ehemaligen Außenstellen, insbesondere der damaligen Akademie der Künste Ost, weiterzuführen. Und was weiterführen genau heißt, ist etwas, worüber ich schon seit nun über 10 Jahren im Streit liege oder in der Diskussion bin mit den entsprechenden Stellen.
denn seit 2011 hat der Freistaat Sachsen die direkte Förderung dieses Vereins, dieser Institution eingestellt und sie stattdessen an die Universität Leipzig abgegeben. Dieser Universität gehöre ich selbst an, seit 2008 am Institut für Theaterwissenschaft. Und das hat Vor- und Nachteile. Eine Universität, insbesondere eine Universitätsbibliothek, ist wunderbar, wenn es um die schon erwähnte Aufbewahrung der Bestände geht. Trocken und hoch gelagert, auch für Fluten, Hochwasser und ähnliche Unbill. Aber in den neuen Zeiten, denen wir uns jetzt gegenüber sehen, insbesondere der Digitalisierung, reicht das allein noch nicht. Und insbesondere auch merken wir jetzt seit 2 Jahren, wenn nicht mehr regelmäßiger Spielbetrieb ist, wenn die Praxis, der Austausch, der Kontakt mit Ihnen, dem Publikum eingeschränkt ist, wird es umso wichtiger, andere Wege zu suchen für Kontakt, für Information, für Vermittlung. Und was wir vom Verein seit der Gründung eigentlich, seit den 50er Jahren, als Kurt Petermann am Zentralhaus für Kultur in Leipzig dieses Tanzarchiv gegründet hat, immer auch als Aufgabe wahrgenommen haben, neben der Sammlung und Bewahrung von wichtigen Dokumenten, Materialien und Beständen, auch an der Vermittlung, an der Publikation, an der Erforschung dieser Bestände zu arbeiten, das kann beim besten Willen eine Universitätsbibliothek nicht oder nur sehr eingeschränkt leisten. Deshalb die schon von Wolfgang Schalder erwähnte Notwendigkeit, dass wir jetzt auch in der Konstellation eines aktiven Vereins mit vielen Beteiligten aus unterschiedlichen Bereichen, zu denen übrigens auch der Volkstanz gehört, denn in DDR-Zeiten war das eine der Gründungsideen für das Tanzarchiv Leipzig, auch den Volkstanz zu thematisieren, der in der DDR ja auch eine wichtige ideologische Rolle spielte, gerade in diesen ersten Jahrzehnten. Aber eben auch den Bühnentanz. Und wir haben unter anderem den Nachlass von Rudolf Laban, der als einer der Mitbegründer des modernen Tanzes gilt. Und immer wieder überschneiden sich auch die Leipziger und Dresdner lokalen Traditionen. Sachsen ist sehr reich an Tanzgeschichte, gerade was die Moderne angeht. Und das ist vielleicht noch zu wenig auch im Bewusstsein der Kulturpolitik, dass das etwas ist, womit man auch nach außen hin helfen kann, so etwas wie eine kulturelle Identität und eine Auseinandersetzung über kulturelle Traditionen zu unterstützen, zu fördern. Und so möchte ich diesen Abend sozusagen erstmal ein bisschen mit der Erinnerung daran eröffnen, dass wir natürlich viele Institutionen haben, die in Frage kommen, wenn es um die Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit diesem vielfältigen kulturellen Erbe Tanz in der DDR geht. Dass es aber natürlich nicht zufällig hier in Dresden auch einige zentrale Einrichtungen gibt, die auch ein bisschen jetzt das Programm für heute Abend mitgeprägt haben. Wolfgang Schaller hat schon erwähnt, es war größer angesetzt. Wir wollten über mehrere Tage mit Ihnen auch über Workshops, Seminare, Filme und so weiter diesen Austausch beginnen. Auch eine Ausstellung war vorgesehen. All das hätte eigentlich letzten Mai, also Mai 21, stattfinden sollen, ist jetzt erstmal auf diese erste Eröffnungsveranstaltung beschränkt. Viele Experten, Namen, Gesichter, die Sie vielleicht vermissen mögen, allen voran Ralf Stabel und Jens-Richard Giersdorf, die auch publizistisch sehr viel auf dem Gebiet schon vorgelegt haben, müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt einladen, aber wollen das unbedingt tun und wollen auch weiter mit anderen Expertinnen auf diesem Gebiet uns austauschen. Ja, aber heute ist das Besondere, glaube ich, wie Sie auch schnell sehen, es wurde, glaube ich, auch in der Ankündigung schon erwähnt, die Grande Dame, im Plural zu verstehen, meine Aussprache, bitten Sie zu entschuldigen, des Ausdruckstanzes bzw. des neuen künstlerischen Tanzes, eben der Tradition von Gret Paluca und der Paluca-Schule, sind heute in großer Vielfalt und Breite auch der Generationen hier vertreten. Und das ist eine Gelegenheit, denke ich, auch mit dem Abstand zu fragen, was war Tanz in der DDR? Ich denke auch die Frage, was war die DDR überhaupt und auf welche Weise ist Tanz in der Kulturpolitik, aber auch im alltäglichen Leben präsent gewesen und wie wurde es gestaltet, vielleicht aber auch instrumentalisiert. Das sind alles Themen, die heute, denke ich, angesprochen werden. Ich freue mich also sehr über die Zusammensetzung dieses Podiums und möchte jeweils beginnen, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, ich selbst bin Tanz- und Theaterwissenschaftler,
möchte jetzt hier keine Vorlesung, kein Seminar veranstalten, aber trotzdem Ihnen ein bisschen nochmal in Erinnerung rufen, was eben im Leben der hier Beteiligten doch für wichtige Erfahrungen, wichtige Schritte, wichtige Leistungen erbracht worden sind, an die wir eben auch heute erinnern wollen. Deshalb wird das jetzt so ablaufen. Ich habe für alle ein kleines einleitendes, wenn man so will, biografisches Kompendium zusammengestellt, möchte ein paar Informationen nochmal jeweils in Erinnerung rufen und dann einzeln jeweils Gelegenheit geben, mit einem ersten Statement auch eine eigene Position von heute her zu formulieren zu diesem übergreifenden Thema vor dem Vergessen bewahren, Tanz in der DDR. Ich möchte beginnen, auch aus gegebenem Anlass für die Aufführung von heute Abend, mit Arila Siegert, die an der Palucka-Schule in Dresden von 1964 bis 1970 selbst studiert hat. Natürlich vor allem bei Grete Palucka, aber auch bei Eva Winkler und Nina Ulanova, die für die Vermittlung des klassischen Tanzes in der DDR auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Arila Siegert wurde dann von Tom Schilling an das Tanztheater der Komischen Oper geholt in Berlin und wechselte 1979 als erste Solistin an die Semperoper hier in Dresden. Schon früh nahm sie auch an Ballettwettbewerben der DDR teil, wo sie unter anderem 1981 mit der Gruppenarbeit Progress den ersten Preis gewann. Wir haben ja Filme auch von Kurt Petermann erhalten bei uns am Tanzarchiv und es gibt ein Interview, wo er sie direkt nach der Preisverleihung, glaube ich, erwischt hat mit seiner damals improvisierten technischen Ausrüstung mit Mikrofon und Kamera. Ich hoffe, bei späterer Gelegenheit können wir uns das dann auch gemeinsam nochmal anschauen und ein bisschen darauf zurückkommen. Erste Soloarbeiten, ich möchte nur erinnern an Gesichte von 1985, Herzschläge und Fluchtlinien. Über ihre Lehrerin Grete Palucka war Arila Siegert von Anfang an mit dem Ausdruckstanz in Berührung gekommen und hat dann auch durch Rekonstruktionen zu einem frühen Zeitpunkt begonnen, die heute als Methode der Aneignung und Auseinandersetzung mit dem Erbe, insbesondere des modernen Tanzes, fast ein etabliertes Modell geworden sind. Nicht zuletzt auch durch die Förderung von Tanzfonds Erbe durch die Kulturstiftung des Bundes. Rekonstruktionen zum Beispiel von Dore Hoyers Affectus Humanus, Mary Wickmanns Hexentanz und den Bach-Präludien von Marianne Vogelsang. Und ich denke, auch darüber allein könnten wir lange diskutieren, was wir mit dem Begriff Rekonstruktion meinen, vielleicht auch kritisch verbinden. Wichtige Erfahrungen sammelte Arila Siegert dann in Produktionen mit Ruth Berghaus, der Regisseurin, die ja ihrerseits auch bei Palucka studiert hatte und andererseits eben in die Operntradition eben sehr viel auch noch mit hineingebracht hat, dann natürlich auch als Intendantin am Berliner Ensemble in den 70er Jahren gewirkt hat. Und es war damals, glaube ich, die Produktion von Hans-Werner Henzes Orpheus-Ballett in Wien 1986 und dann auch von Peter Kohn-Witschny, seinerseits Berghaus Schüler, auch ein Assistent, heute inzwischen natürlich renommierter Regisseur bei den Sieben Todsünden von Kurt Weill in Dresden 1987. Das war auch das Jahr der Gründung des Tanztheaters am Dresdner Staatsschauspiel unter der Intendanz von Gerhard Wolfram. Vielleicht können wir auch über diese Phase nachher nochmal kurz sprechen, weil es auch den Grenzgang zwischen den Genres eröffnet hat, der, glaube ich, für ihr Werk seither prägend ist. Es folgten Preise, 1989 der Kritikerpreis für Tanz, 1993 das Bundesverdienstkreuz. Arila Siegert war von 1992 an Gründungsdirektorin der Tanzkompanie am Anhaltinischen Theater Dessau, wo sie ab 1996 auch die Bauhausbühne Dessau leitete. 1998 inszenierte sie ihre erste Oper, ich glaube, das war Verdis Macbeth in Ulm, mit Bühnenbildner Hans-Dieter Schaal und der Kostümbildnerin Marie-Louise Strand, die, glaube ich, heute auch anwesend ist, weil sie auch an dem Abend, den wir nachher noch sehen können, beteiligt ist. Seitdem entstanden über 50 weitere Produktionen, Tanz- und Musiktheater, unter anderem auch die Rekonstruktion von Kandinskys Stück Violett. Das war auch in Dessau 2019. Ich habe gehört, es gibt weitere Pläne, mit Kandinskys Theaterwerk zu arbeiten. Bis heute arbeitet Arila Siegert als freie Choreografin und Opernregisseurin, auch international. Sie ist Mitglied
sowohl der Berliner Akademie der Künste als auch der Sächsischen Akademie der Künste hier in Dresden. Wir treffen uns gelegentlich bei Aufführungen, so gestern schon zur Probe von Kandinskys Stück Über die Mauer, das ich Ihnen schon mal wärmstens empfehlen kann, sollten Sie etwa noch keine Karten dafür haben. Ja, Frau Siegert, wenn ich jetzt nach diesen ersten Erinnerungsstückchen auch Sie bitten darf, an ersten Gedanken vielleicht zu formulieren zu dem Thema des heutigen Abends. Was heißt den Tanz in der DDR vor dem Vergessen zu bewahren? Also ich glaube immer, man muss weitermachen. Es geht ja nicht darum, die Asche zu verwalten, sondern das Feuer weiterzutragen. Also ich versuche, das Feuer weiterzutragen. Und das ist eine Freude für mich, weil Theater und die Möglichkeiten, die es gibt, sind wunderbar. Dieses Haus ist ein Traum. Und Schnee von gestern ist Schnee von gestern. Ich orientiere mich nach vorn. Aber ich weiß natürlich, was wir hatten an der Tradition, an der Palooka-Schule und an diesem Platz hier. Und was es bedeutet, so eine Schule zu haben und so eine Tradition, eben besonders hier in Dresden. Ich spüre das immer, wenn ich hierher komme. Es ist ein besonderer Ort. Das ist, irgendwas stimmt hier. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich hier arbeiten darf. Und insofern sehen Sie einen glücklichen Menschen vor sich. Also, das ist schon viel, nicht? Gerade in diesen Tagen ist es, glaube ich, auch wichtig, eben sich das nochmal klarzumachen. Es ist auch eine Art von Privileg, was wir hier teilen, dass überhaupt Kultur wieder stattfinden kann, aber auch, dass wir es eben an diesen Orten ermöglichen können oder dass es ermöglicht wird, diese Diskussion hier zu führen. Dass es eben sowas gab, die haben das ja hier auch aus dem Boden gestampft. Das war ja nicht einfach, dieses Haus zu bauen und diese Tradition zu begründen. Das ist ja alles Kampf. Und die Palooka hat es auch nicht einfach. Und das ist das Tolle, dass es immer wieder weitergehen muss. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das zu tun, dann sind wir privilegiert und sind dankbar. Ja, ich glaube, es hat mit Verantwortung zu tun. Das wäre die Überleitung auch zu der pädagogischen Dimension, die wir heute, glaube ich, auch von verschiedenen Seiten beleuchten wollen. Ich möchte jetzt auch gleich einen Schwenk machen. Wir werden das Gespräch ja auch dann gemeinsam fortführen und dann nachher auch Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu formulieren, Kommentare. Ich möchte jetzt zu Hanne Wandke kommen, die ja ihrerseits auch an der Palooka Hochschule für Tanz zunächst erstmal studiert hat. Das war von 19... Da war es noch die Palooka Schule. Ne? Von 1954 bis 1960. 1960 folgte ein Engagement am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Anschließend war sie bis 1966 am Ballett der Staatsoper in Dresden engagiert. Dann von 66 bis 79 Gründungsmitglied und auch Solotänzerin von Tom Schillings Tanztheater der Komischen Oper Berlin. Dann von 1979 bis 2004 eben auch pädagogisch tätig. Und ich glaube, es sind 25 Jahre bis 2004 gewesen, dass Sie das Fach NKT, also Neuer Künstlerischer Tanz, dort unterrichtet haben. Auch darüber sollten wir vielleicht nochmal sprechen, was sich eigentlich alles damit verbindet, mit diesem Label. Also ich glaube, das ist aus heutiger Sicht auch nochmal gut daran zu erinnern. 1993, 94 sind Sie auch Direktorin der Palooka-Schule gewesen und Professorin für modernen Tanz und Improvisation und auch Prorektorin hatte ich noch gefunden für künstlerische Praxis dann eben bis 2004. 1996, 97 hatte Hanne Wandke aber auch zusammen mit anderen Dresdner KünstlerInnen die Künstlervereinigung Blaue Fabrik e.V. Gegründet, welche die gleichnamige Galerie zu einem Zentrum genreübergreifender und zeitgenössischer Kunst entwickeln konnte. Sie initiierte dort unter anderem Tanzproben und Performances mit Palooka-Schülerinnen und auch die Reihe Tanz mal Musik. Auch das würde mich interessieren. Vielleicht möchten Sie da ja auch noch ein paar Worte zu sagen.
Hanne Wandke hat mitgewirkt in Produktionen von Tom Schilling, John Cranko, Walter Felsenstein, Götz Friedrich, Joachim Herz. Auch in der Inszenierungspraxis mit der schon erwähnten Ruth Berghaus, mit Peter Konvitschny, Wolfgang Engel und eben auch Arila Siegert. Eigene Choreografien entstanden unter anderem für die Komische Oper Berlin, die Staatsoper Dresden und die Bühnen der Stadt Gera. Außerdem erarbeitete sie zahlreiche Tanzperformances und Improvisationsabende mit Musikern, bildenden und darstellenden Künstlern im In- und Ausland. Also auch bei Ihnen der Grenzgang zwischen den Künsten, was ich glaube ich auch eben hier an diesem Ort, was wir uns bewusst machen sollten, dass es immer ein inter- oder transdisziplinärer Austausch der Künste gewesen ist, der sehr früh hier schon begonnen hat mit der Zusammenarbeit von Tessenow, Salzmann und Dalgroß und Appia natürlich für diesen Raum, für diesen Ort, aber auch für die Praxis hier. Ja, es folgten auch für Hanne Wandke Auszeichnungen. 2000 war das der Verdienstorden des Freistaates Sachsen, 2004 der Kunstpreis der Stadt Dresden. 2004 wurde sie Ehrensenatorin der Palucka-Schule und ist bis heute aktives Mitglied auch der Sächsischen Akademie der Künste. Und wir treffen uns gelegentlich in der Villa Wickmann in der Bautzener Straße 107. Frau Wandke, vielleicht auch zunächst an Sie die Bitte, zu diesem Thema ein paar einleitende Worte zu sagen. Eins, zwei, drei. Ja, das Thema ist groß. Arila hat schon sehr wichtige Dinge gesagt, die ich absolut jetzt nicht wiederholen will. Aber unsere geliebte Palucka, nicht nur geliebt, wir haben auch unsere Zweifel gehabt, die hat uns vieles mitgegeben. Unter anderem einen ganz wichtigen Ausspruch, die Künste, die gehören alle zusammen. Und das stimmt von vorn bis hinten. Und wenn wir nicht alle, wir sind ja alle Palucka-Schüler, Irina, Arila, ich, Mario und ja, Katharina, das Kleine. Ja, das sind auch meine Schüler gewesen, die beiden hier. Also ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt im Leben war für mich auch natürlich, abgesehen vom Beruf Tänzerin, die Pädagogik. Ob ich nun eine richtige Pädagogin war oder nicht, das müssen andere beurteilen. Ich denke manchmal, ich war was Skurriles. Aber das hatte ja auch irgendwie einen Vorteil, weil man so viele Dinge einbrachte, die nicht unbedingt nur Tanz waren. Es war eine ganze Lebenseinstellung und es war der Zusammenhang mit allen Dingen, die um uns herum sind. Ich glaube, dass eine Sache von Palucka gesät wurde in uns alle. Das ist eine Erkenntnis, dass alle Dinge im Leben zusammengehören. Man muss bloß die richtigen zusammentun, ne? Und manchmal gelingt es auch nicht. Ich sollte was zu dem Wiegmann-Haus sagen, meinte Herr Primavesi. Und das ist eine der größten Freuden in den letzten Jahren für uns. Wir haben da uns sehr bemüht, auch von der Akademie her, dass dieses Haus dem Tanz zugesprochen wird. Es gab schon merkwürdige Dinge, die da in der Luft schwebten, angefangen von Bordell bis zu Spielhölle, und da waren wir natürlich dann total auf der Palme und haben uns gewehrt. Es ist gelungen. Katja Erfurt, auch Palucka-Schülerin, ist jetzt vom e.V. Mary Wiegmann die Vorsitzende. Leider ist sie heute nicht dabei, aber sie hat auch sehr viele Verdienste als Tänzerin, Choreografin und eben jetzt als die Leiterin dieses Hauses Wiegmann. Was soll ich noch erzählen? Na, das war schon sehr viel. Ja, und ich glaube, wir können vieles. Es sind ja andere auch noch dran. Wir können vieles noch mal vertiefen, aufgreifen, dann ja, in der zweiten und weiteren Runde auch im Gespräch gemeinsam. Ich würde das Stichwort der pädagogischen, aber auch der freien künstlerischen Arbeit in der Spannung, die das vielleicht auch biografisch bei Ihnen allen irgendwie bedeutet hat,
jetzt gerne an Irina Pauls herüberspielen. Irina Pauls ist heute freischaffende Choreografin und Regisseurin, die auch schon über 90 Produktionen erarbeitet hat, vor allem Tanzstücke, aber auch Musiktheater und Schauspielinszenierungen sowie Performances im öffentlichen Raum. Auch sie studierte Tanz an der Palucka-Schule in Dresden. Ich glaube, ich bin der einzige Nicht-Palucka-Schüler hier vorne. Schande über mein Haupt, aber ich arbeite dran, auch mit unseren Archivbeständen, weil, wie gesagt, Petermann unglaubliches Unterrichtsmaterial auch aus den 70er Jahren aufbewahrt hat. Und das ist jetzt endlich digitalisiert worden. Und jetzt ist eine der vielen Aufgaben unseres Vereins tatsächlich die in vielen verschiedenen Quellen enthaltenen Informationen, die Kontexte, was Sie richtig angesprochen haben, die so wichtig sind, um mit diesen Materialien auch was anfangen zu können, das zusammenzubringen und kommentiert auch Ihnen in Zukunft der interessierten Öffentlichkeit einfach zur Verfügung zu stellen, sofern natürlich die noch lebenden Beteiligten damit einverstanden sind. Zwei davon auf den Filmen habe ich sehr deutlich wahrgenommen, also Irina und auch Mario sind auf diesen Filmen drauf und wir müssen natürlich auch die Rechteklärung betreiben, bevor man Dinge online stellt. Das wird dazugehören, dann sehen wir uns wieder spätestens. Aber Irina, du hast in der Palucka-Schule studiert, anschließend Choreografie noch an der Theaterhochschule Hans Otto, auch einer heute etwas in Vergessenheit geratenen Institution. Bei uns in der Theaterwissenschaft Leipzig überhaupt nicht in Vergessenheit geraten, weil das quasi die Vorgängereinrichtung war und ein Modell entwickelt hat, was eben bis zum Ende der DDR sehr gut universitäre Forschung, Dramaturgieausbildung, Tanz, Regie, Schauspiel und so weiter, eigentlich die Künste des Theaters zusammen vermitteln konnte. Und dann ist aus heute nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen entschieden worden, das abzuspalten, die Theaterwissenschaft ganz an die Uni zu geben und von der Praxis abzuspalten. Der Bezug zum Tanz ist merklich dünner geworden, er ist nicht ganz abgerissen, aber trotzdem hat sich die damalige Struktur nicht fortsetzen lassen, was ich eigentlich bedauere, weil es heute inzwischen ja seit den 80er Jahren eigentlich auch in der Bundesrepublik im Westen viele Versuche gab, Praxis und Theorie wieder stärker zu verbinden. Es geht also auch um diese Verbindung. Wenn man schon von der Verbindung der Künste gesprochen hat, ist auch das Wissen um den Tanz und die Kontexte ein wichtiges Element. Für deine Arbeit war ja auch eigentlich prägend die Verbindung mit der Lehrtätigkeit. Aber ich will vorher noch sagen, dass du ja auch seit 85 schon bis 2006 eigentlich an verschiedenen deutschen Theater- und Schauspielhäusern die Tanzsparte leiten konntest. Von 1990 bis 1998 insbesondere eben das Tanztheater am Schauspiel Leipzig. Seit 2010 hast du auch an internationalen Bühnen, unter anderem in Dublin, in Thessaloniki, in Perm und in Thailand gearbeitet, um einige spektakuläre Orte hier herauszugreifen. Anlässlich ihres 30-jährigen Schaffensjubiläums choreografierte Irina Pauls Shortcuts and U-Turns, eine Veranstaltung bei uns in Leipzig in der Schaubühne Lindenfels, das war 2016, wo es auch um Verflechtungen von ost- und westdeutscher Tanzgeschichte ging. Das wäre auch ein Thema, was wir vielleicht nochmal streifen oder thematisieren können heute Abend, dass man die Tanzgeschichte der DDR nicht abgelöst von der der Bundesrepublik betrachten sollte. Also ich glaube, heute mit dem größeren Abstand ist auch klar, dass es enge Verzahnungen, Verflechtungen gab. Gut, Berghaus und viele andere konnten auch im Westen immer mal wieder arbeiten, ein großes Privileg natürlich, aber es gab auch natürlich sonstige Verflechtungen und eigentlich greifen ja beide auf ein gemeinsames und sehr komplexes und auch heikles Erbe zurück, nämlich die Zeit der 20er und 30er und 40er Jahre. Also man muss das zusammen sehen und dann erst kann man durch Forschung, durch aber auch genauso Erinnerung von Zeitzeuginnen diese Geschichten vielleicht auch wieder miteinander konfrontieren und aufarbeiten. Du hast aber, Irina, du hast für deine eigene Arbeit eben auch schon mit diesem Moment der Erinnerung, der Auseinandersetzung gearbeitet und bist gerade daran, insbesondere die 90er Jahre in den Blick zu nehmen, also die Zeit nach dem Ende der DDR, um den euphemistischen Begriff Wende hier zu vermeiden. Du hast dich mit dieser Phase auseinandergesetzt, wo du ja viel auch in Heidelberg,
ehemaligen Westrepublik gearbeitet hast. Und das finde ich allein ist auch schon ein sehr spannender Punkt, auf den wir vielleicht nochmal zurückkommen. Du hast in den letzten Jahren dich viel mit Maschinen, mit Medien und Digitalität auseinandergesetzt, auch gerade in der Rückschau auf eigene Arbeiten, weil eben diese Medien heute die Weise sind, in der vielfach auch der Tanz eben repräsentiert wird. Und wenn die Künstler sich nicht darum kümmern, wie das geschieht, dann verpassen sie eine ganz wichtige Chance. Was nicht heißen soll, dass das ein Ersatz sein kann für das lebendige Bühnenerlebnis oder den lebendigen Kontakt. Du arbeitest auch, wie ich berichten kann, mit dem schon erwähnten Tanzarchiv Leipzig e.V. Eng zusammen. Und dort ist ja auch dein Vorlass beherbergt, so wie von Arela Siegert an der Akademie der Künste, was ich auch eine sehr interessante und wichtige Möglichkeit finde, für Künstler noch zu ihren Lebzeiten sich darum zu kümmern, wie, auf welche Weise mit ihren Materialien aus verschiedenen Schaffensphasen umgegangen wird. Und wir beide treffen uns regelmäßig in Leipzig, sei es im Theater oder eben im Tanzarchiv. Irina, auch an dich die Frage, ich habe ein bisschen jetzt schon serviert, also die 90er Jahre vielleicht gerade als einen Schwerpunkt, aber vielleicht hast du noch andere Punkte, die dich jetzt nochmal interessieren oder die du voranstellen möchtest, wenn wir über Tanz in der DDR sprechen. Ja, Patrick, zum einen danke für diese Erwähnung nochmal des Choreografiestudiums. Ich finde das schon, das würde ich gerne nochmal ganz kurz ausleuchten. Also es waren 5 Jahre ein Hochschulstudium. Und das war integriert eben in Partnerschaft mit dem Schauspiel und mit der Theaterwissenschaft zusammen. Und das war eine, wie du sagst, so eine wirklich eine Zusammenarbeit, die auch mich persönlich ganz stark geprägt hat, über den, also künstlerisch in die Vernetzung zu gehen, in die Zusammenarbeit zu gehen. Und das war also eine hervorragende Möglichkeit. Es war ein Studium auf dem Reißbrett entworfen, also wir haben alles gemacht, aber das führt jetzt zu weit. Was ich für mich persönlich sehr spannend finde, was du jetzt auch sagst, eigentlich ging es mir so wie Arela. Ich habe immer gedacht, oh, ich mache was Neues und ich habe neue Ideen und neue Aufgaben und bin immer wieder inspiriert von dem, was mich umgibt. Und dann warst du ein Faktor, der mir gesagt hat, ja, aber was ist mit den Arbeiten? Sollen die vergessen werden? Was passiert damit? Und das andere ist aber ein anderes Ereignis, was mich so hat reflektieren lassen. Und zwar war das im Jahr 2020. Es war die Tanzplattform in München. Und es war die Eröffnung dieser Tanzplattform. Und die Nele Hertling und die anderen Initiatoren haben so Revue passiert, was so ihre wichtigsten Momente für diese Zeit der Tanzplattform überhaupt waren. Sehr kurz, sehr prägnant. Und die Nele Hertling sagte da, sie erinnert sich an 1994, Tanzplattform in Berlin. Und es ist ein Ereignis gewesen, was in ihrem Leben eine ganz große Rolle gespielt hat, weil sie sich so geschämt hat für ein Publikum, was einen wahnsinnigen Tumult angestellt hat, weil 2 ehemals aus der DDR kommende Künstlerinnen ihre Arbeiten vorstellten. Das war Arela und das war ich. Und es gab in dem Publikum geradezu einen Aufstand. Sie mögen sich es nicht vorstellen. Und das hat die Nele Hertling rausgegriffen und ich saß im Publikum und dachte, wow, genau. Und ich hatte das verdrängt. Und in dem Moment kam das wieder so vor und dann dachte ich, ja, aber warum? Warum? Was ist denn da so gewesen, dass unsere Arbeiten, die zu Aufständen verführt haben, diese Menschen dort unten? Und in diesem Moment habe ich gedacht, ich würde es gerne wissen. Ich möchte wissen, warum unsere Arbeiten damals so anders waren, ob sie so anders ausgesehen haben, wie wir es, also ich es so nicht empfunden habe. Und wie gesagt, ich habe das weggedrängt. Und das ist ein Thema, was mich wirklich interessiert. Und deshalb habe ich mich auch über so eine wunderbare Möglichkeit, Distanzen Solo, so ein Förderprogramm, war ich jetzt 7 Monate beschäftigt und konnte in Zusammenarbeit eben im Tanzarchiv meine Sachen aufarbeiten. Und da hat mich eben genau das interessiert. Was ist, habe ich gearbeitet,
als ich angefangen habe als Leiterin des Balletts 1985 bis 89 am Landestheater Altenburg. Und was habe ich danach gemacht, als ich das Tanztheater am Schauspiel Leipzig gegründet habe? Wie sah denn die Ästhetik aus? Was für Themen? Wie haben wir gearbeitet? Und habe so versucht, darüber hinaus, also über dieses Nachdenken aufzufächern, was denn unsere Arbeit und meine Ausbildung und meine Prägung wirklich war und warum ist sie woanders anders verlaufen. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Vielen Dank, Irina. Ich glaube, was du ansprichst, was ja euch oder Sie beide betrifft, diese Erfahrung auch eines Widerstands oder einer heftigen Gegenreaktion, ist, glaube ich, eine interessante Spur. Weil es zeigt, dass es natürlich auch bis heute in der Auseinandersetzung mit dem, wie die verschiedenen natürlich auch Lebenswelten und auch Tanzkulturen zueinander gefunden haben oder eben nicht, bis heute, ich will nicht sagen völlig ungeklärt ist, es gab viele wichtige Versuche, darüber zu sprechen, so wie wir das heute machen. Viele Publikationen sind seither erschienen, aber trotzdem, da sind noch viele Wunden auch offen oder wieder verdrängt. Und ich erinnere mich selbst, also das verbindet mich tatsächlich, ohne dass ich das am Anfang so bewusst wahrgenommen habe, seit meiner frühen Studien- und Schulzeit sogar mit der DDR. Das waren die frühen prägenden Erlebnisse in Frankfurt am Main, wo ich herkomme, mit Ruth Berghaus. Ich habe dann irgendwie mit Klaus Zählein, dem Chefdramaturgen, darüber gesprochen, was ist da irgendwie anders? Und er hat sofort gesagt, Palooka. Das ist eine Tradition, die was ganz anderes in ihrem Umgang mit Sängern bewirkt hat, im Umgang mit Opernchören, als es sonst auf den Opernbühnen zu sehen war. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit Einar Schläf, der dort seine ersten größeren Produktionen gemacht hat, auch übrigens mit Chören. Und ich weiß noch genau, bei beiden, Berghaus und Schläf, war eine Aggression im Raum, wie sie damals ungewöhnlich war. Obwohl man auch dazu sagen muss, in den 80er Jahren hat Publikum generell sich noch viel mehr lautstark zu Wort gemeldet, egal ob berechtigt oder nicht, ob es Gründe gab oder nicht, ob die Leute sich selbst nur inszenieren wollten mit Zwischenrufen oder Türen schlagendem Rausrennen oder ob es wirklich Gründe hatte und inhaltlich motiviert war. Aber ich glaube, an solchen Punkten anzusetzen, ist sehr wichtig, weil wir dann vielleicht auch besser verstehen, was bis heute noch nicht aufgearbeitet werden konnte, vielleicht auch aus Gründen, die nicht nur Einzelne zu verantworten haben, sondern die im gesellschaftlichen Kontext liegen. Und der reicht eben weiter zurück, weil zum Beispiel bei Berghaus, aber auch bei Schläf war natürlich der Faschismusvorwurf sofort im Raum, auf ganz verquere Weise, ganz merkwürdige Weise. Also bei Schläf einfach das Thema Drill, körperliche Arbeit mit Schauspielern, die doch als individuelle Talente glänzen sollten und im Chor irgendwie verheizt wurden, wie die damalige Feuilleton-Kritik geschrieben hat. Bei Berghaus war es natürlich die Aversion gegen den Kommunismus. Und es gab Abende, Marie-Louise Strand hatte gestern noch mal daran erinnert, bei der Entführung von Mozart, bei der Premiere, gab es eine Hetzkampagne in der Bild-Zeitung, eine Kommunistin inszeniert, ein Jude, Michael Gielen wohlgemerkt, steht am Pult als Dirigent und eine Negerin buchstäblich, ich bitte um Entschuldigung für den Gebrauch dieses Wortes, aber es ist ein Zitat aus der Bild-Zeitung von damals, spielt die Konstanze, war es, glaube ich. Also mit sowas waren wir damals als junge Menschen konfrontiert, ohne irgendwie die Hintergründe zu durchschauen. Und ich glaube, das alles gehört dazu, wenn wir heute über Tanz in der DDR sprechen, weil Tanz... Bitte, ich, genau. Genau, okay. Bitte um Entschuldigung, das Thema ist riskant für Abschweifungen. Ich versuche das ein bisschen einzugrenzen. Es geht aber auch um eine politische Geschichte, Punkt. So, Mario Schröder, dass wir auch diese Runde wieder weiter aufgreifen. Mario Schröder stammt aus Finsterwalde, ich möchte sagen fast wie Brecht, der bekanntlich aus den schwarzen Wäldern kam und von seiner Mutter in die Städte hineingetragen wurde. Ich hoffe, Sie kennen das Gedicht vom armen BB. Marios Mutter trug ihn zur Aufnahmeprüfung an der Palooka-Schule, die er in den 70er Jahren besucht hat. Wie ich schon vorhin sagte, dort auch auf Filmen von Kurt Petermann festgehalten.
Von 1983 bis 1999 war er als erster Solist beim Leipziger Ballett, ab 1991 unter der Leitung von Uwe Scholz. Choreografie hat Mario Schröder an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst und Regie Ernst Busch studiert. 1999 wurde er als Ballettdirektor und Chefchoreograf an das Theater Würzburg berufen, von wo er aus in 2001 in gleicher Funktion an das Theater Kiel gewechselt hat. Seit der Spielzeit 2010/11 ist er Ballettdirektor und Chefchoreograf des Leipziger Balletts, dem er inzwischen ein ganz eigenes, international beachtetes Profil geben konnte. Er schuf über 80 Choreografien und arbeitete als Tänzer und Choreograf unter anderem in vielen europäischen Ländern, aber auch in Japan, USA, Russland und der Mongolei. In Deutschland wurden seine Arbeiten an der Deutschen Oper und der Komischen Oper in Berlin gezeigt, sowie am Alto Ballett Theater Essen. Choreografisch verbinden auch ihn einige Erfahrungen mit Ruth Berghaus, mit Maxim Dessau, Nikolaus Lehnhoff, Dietmar Seifert und auch Thilo Reinhardt. Er ist, glaube ich, immer noch Präsidiumsmitglied des Bundesdeutschen Ballett- und Tanztheater Direktorenkonferenz, BBTK. Und der thematische Bogen und ästhetische Bogen, den ich inzwischen, also seit 2008, mitverfolgen durfte, reicht von biografischen Abenden zu Chaplin, Jim Morrison, Van Gogh, über die großen Werke des Chorrepertoires wie Karl Orff, Carmina Burana zum Beispiel, Bachs Johannes Passion und Magnificat, sowie Mozarts Requiem, bis hin zu Ballettklassikern wie Sacre, Schwanensee und West Side Story. Besonders möchte ich aber heute aus gegebenem Anlass hervorheben, wie er mit dem Erbe seines Freundes und natürlich auch Choreografen Uwe Scholz umgeht, dass er in Leipzig lebendig hält, gerade indem er es mit seinen eigenen Produktionen neu kombiniert, etwa bei den Klavierkonzerten von Rachmaninow oder Udo Zimmermanns Pax Questuosa, was auch viele Querbezüge auch nach Dresden aufweist, weil ja die Uraufführung von Hannes Wandke an der Semperoper choreografiert wurde. Harald van, pardon. Mit dem neuen Ballettabend damals 2013 bei einer der weiteren Wiederaufnahmen dann verknüpft mit dem Abend Blühende Landschaft. Wir treffen uns regelmäßig im Leipziger Ballett und bei Publikumsgesprächen. Mario, vielleicht auch von dir ein Rückblick auf ein Thema, was natürlich generationenübergreifend heute schon thematisiert wurde. Wie siehst du die Möglichkeiten, die Herausforderungen, die Potenziale des Erinnerns an den Tanz in der DDR? Zunächst erstmal möchte ich eins gern sagen, dass bei so viel mitgestaltender Tanzgeschichte ihr mit den beteiligten Personen ich eigentlich vor lauter Ehrfurcht in den Boden versinken möchte. Dann möchte ich eins loswerden, dass es mir eine große Ehre ist, hier auf der Bühne zu stehen oder zu sitzen, nur zu sitzen, sonst bin ich eher Gast. Eine grundsätzliche Frage, die ich habe, was ist eigentlich unsere Erinnerungskultur? Wir sprechen immer über Erinnerung, was ist Erinnerung? Und das Schöne ist ja daran, dass Erinnerung auch wiederum immer an Geschichten gekoppelt ist. Und da komme ich einfach auf die Mitgestaltung zurück. Und viele kleine Geschichten sind es immer wert, diese festzuhalten, zu archivieren. Und dies ist dann auch unsere gemeinsame Geschichte. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch bringt seine Geschichte mit. Und wir sind immer das, was wir sind, aus unserer Geschichte heraus. Das heißt also, wir können diese gar nicht beiseite lassen. Und da spielt in meinem Leben die Palucca-Schule einen ganz wesentlichen Aspekt und natürlich die Begegnung mit den jeweiligen Menschen. Und da zähle ich jetzt nicht nur Gret Palucca dazu, sondern auch die Menschen, die sehr wichtig waren für mich im Leben. Patricio Bunster, wenn wir jetzt an Hans-Joachim Metz, aber die Familie nicht zu vergessen. Das ist ganz klar. Und ich möchte einfach damit sagen, dass vor lauter, also ich habe eine große, große Demut vor dem, was ich miterleben durfte, was ich erlebt habe. Und insofern, das ist es eigentlich schon. Danke. Demut ist vielleicht ein wichtiges Stichwort, weil es natürlich bei der Individualisierung auch von Lebensläufen, von Karrieren, wie es immer so schön heißt,
ja auch darum geht, Einflüsse von anderen, von Lehrern, Lehrerinnen in Verhältnis zu setzen zu den eigenen Ideen, zu den eigenen Entwicklungen. Und das ist, glaube ich, auch heute noch, auch an der Paluca-Schule, ein ganz zentraler Punkt, womit ich überleiten möchte zu Katharina Christel, die ebenfalls an der Paluca-Schule studiert hat, von 1990 an, und an der kleinen Handbewegung wurde das schon deutlich, vielleicht mit einem anderen Zeithorizont, aber vielleicht mit ähnlichen Erfahrungen noch oder Ideen, aber eben auch dann im weiteren Verlauf mit einer internationalen Perspektive und einem Werdegang, zunächst in Frankreich am Ballet National de Marseille als Solistin engagiert, tanzte sie in Choreografien von Frédéric Flamand und Richard Siegel, Emmanuel Gatt, Annabel Lopez Ochoa, Pascal Tousseau oder Yasuyuki Endo. Für Flamand und Siegel hat sie auch als choreografische Assistentin gearbeitet, als Gastballettmeisterin am Bayerischen Staatsballett und am Ballet of Difference in Köln am Staatsschauspiel. Und sie war als Gastdozentin tätig, auch international, an Kompanien, an Hochschulen, unter anderem auch in Moskau, in Brüssel, Paris, Marseille und Venedig, bei Festivals, also in Workshop-Kontexten, in vielen verschiedenen Konstellationen. Sie hat Themenschwerpunkte, Tanz und Architektur, aber auch das schon angesprochene Verhältnis zwischen Tanz und den neuen Medien. Seit 2018 oder 17, da bin ich nicht ganz sicher, ist Katharina Christel zurück in Dresden. 2015. Oder sogar schon 2015 als Professorin und Leiterin des neu konzipierten Masterstudiengangs Choreografie an der Paluca Hochschule für Tanz Dresden, wie es heute vollständig heißt. Dort setzt sie sich für interdisziplinäres Arbeiten auch an der Schnittstelle zwischen darstellenden und bildenden Künsten ein, die wir heute ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Als Credo für ihren Unterricht formuliert sie die Aufgabe, ich zitiere, Raum zu geben für Reflexion und individuelle Entwicklung und Rahmenbedingungen zu schaffen für ein freies, risikonehmendes Experimentieren. Das sind Formulierungen, die, glaube ich, sehr gut auch das, oder in Teilen zumindest, das pädagogische Erbe von Paluca aufgreifen. Katharina Christel ist Jury- und Kommissionsmitglied für viele internationale Tanzfestivals, Organisationen und Institutionen. Sie wurde 2018 von der Zeitschrift Tanz zu einer Hoffnungsträgerin des Jahres gekürt, was natürlich auch eine Art von Verantwortung für die Zukunft zum Ausdruck bringt, die ja eigentlich jede pädagogische Tätigkeit mit sich bringt. Und ich denke, sie wird auch in ihrer jetzt neuen Funktion für, und Verantwortung für diesen Studiengang sich täglich die Frage stellen, wie mit diesem Erbe umzugehen ist. Das wäre die Bitte, das vielleicht auch nochmal zu formulieren. Also auch von meiner Seite, ich sitze hier mit Ehrfurcht, hier in dieser Runde bei euch zu sein, und vielen Dank, und dass ich euch alle kennenlernen durfte, und wunderschön, Hanna, dich wiederzusehen. Und ich glaube, da würde ich auch schon anknüpfen. Also wenn ich jemandem danken kann, dass ich weitergetanzt habe, dass ich weitergemacht habe, ist Hanne. Das ist Hanne mit den ganzen Projekten in der Blauen Fabrik, auch das Setzen für Freiheit, für Dinge ausprobieren, neue Marmorische Blödsinn, halt skurril sein oder mit dem Maler arbeiten. Und das waren wirklich auch so ein rein befruchtendes, was bei mir geblieben ist. Und dann auch im weiteren Verlauf mit den Choreografen, denen ich gearbeitet habe, oder auch in eigenen choreografischen Arbeiten, blieb das immer eine Grundessenz, die Interdisziplinarität mit verschiedenen Künstlern oder auch Theoretikern Austausch zu haben. Ich selber bin keine Theoretikerin, ich bin keine Tanzwissenschaftlerin, aber die Praxis und der Austausch, das Experimentieren, die Neugierde, die Suche nach Verkörperung, die Imagination, die Fantasie, das bleibt bis heute in jedem Moment. Und die Omnipräsenz, denke ich auch, ganz wichtige Omnipräsenz von Gret Paluca und auch von all den Lehrenden, die auch geprägt haben vorher in der Pädagogik und im Unterricht, auch heute in der Hochschule.
Und es gibt auch wunderschöne, wieder neue Initiativen, neue Kooperationen, die wieder auferweckt sind mit Bauhaus 2019. Aus der Studiengang ist auch da jedes Jahr in einer Kooperation mit der HFBK, mit der Fakultät Architektur, Hiddensee und Sylt. Also das auch diesen Sommer wieder wunderbaren Tanz geben und auch mit dem Gedanke an Gret Paluca. Ja, soweit vielleicht mal so kurz von meiner Seite. Vielen Dank. Ich glaube, es ist schon sehr viel jetzt auf dem Tisch. Wir haben sehr vieles gehört, was, glaube ich, auch differenziert von der jeweiligen Sicht aus deutlich macht, dass es durch die verschiedenen Generationen auch immer unterschiedliche Ansatzpunkte gibt. Wenn wir uns heute fragen, was ist noch übrig oder was müsste vielleicht auch stärker noch ins Bewusstsein wieder zurückgeholt werden? Das wäre jetzt meine Frage für die zweite Runde, die ich aber jetzt nicht mehr der Reihe nach einzeln durchgehen möchte, sondern ich denke, wir können das jetzt auch gemeinsam versuchen anzugehen und vielleicht auch nach vorne blicken und fragen, was sind Impulse für uns heute, für Ihre Arbeit jeweils, sich vielleicht natürlich eingedenk dessen, was jetzt alles schon gesagt worden ist, in der eigenen Arbeit auch weiter mit diesen Traditionslinien zu beschäftigen und da tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Frau Siegert, die Flamme weiterzutragen und nicht die Asche. Also wer möchte, kann jetzt gerne das Wort ergreifen aus unserer Runde und ich gucke allmählich auch schon mal zu Ihnen rüber, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben, dass Sie sich dann auch gerne zu Wort melden können. Aber vielleicht können wir ja auch noch mal unter uns vielleicht darüber ein bisschen. Ich kann ja da noch was dazu sagen aus meiner Erfahrung. Also die Lebenswelten in der Entwicklung im Westteil des Landes und im Ostteil des Landes sind so verschieden gewesen. Und das Problem, was entsteht, ist, dass man nur etwas versteht, was man wirklich erfahren hat. Und die Trennung zwischen Ost und West entsteht, weil die Nele und die Leute in der anderen Welt ganz andere Erfahrung, ganz anderes Denken, ganz andere, wie soll ich sagen, Leute, die sie fördern oder die sie verstanden haben, pflegen. Also das ist ihr Erfahrungsschatz. Und unser Erfahrungsschatz war halt anders. Und diese Trennung fällt mir immer auf, trennt immer noch dieses Land, weil es gibt einfach kein Verständnis, weil das nicht bekannt ist und auch nicht so, was wir jetzt versuchen, diese Mauer zu überspringen. Diese Mauer ist immer noch da, es wird besser und es ist schön, dass es sich jetzt langsam ein bisschen ausgleicht, aber diese Art, wie diese Wiedervereinigung gelaufen ist, war eben die Härte für uns auch als Künstler, weil diese westliche Erfahrungswelt unsere Welt damals überrollt hat. Das ist ja nicht nur mit uns so gewesen, und zwar allgemein, es war im Zuge dieser Zeit. Und eben die Zeit kann man nicht zurückdrehen, wir können nur weiterleben, weiterarbeiten und uns weiter verbinden und die verschiedenen Erinnerungen bleiben trotzdem bestehen. Irina, ja. Kann ich da anknüpfen? Arila, du sagst, unsere Lebenswelten, unsere Lebenserfahrungen. Mir ist zum Beispiel, also ich habe mich dann, als ich mich jetzt so befasst habe mit dieser Schnittstelle, also was ist dann passiert, wie habe ich also vor der Wende gearbeitet und wie danach, habe ich herausgefunden, dass ich habe mich mit meinem Material beschäftigt, habe mir eine Kollegin, eine Mitarbeiterin gesucht, die mich eigentlich ganz in Ruhe gelassen hat. Ich habe in dem Material gekramt und dann habe ich angefangen zu erzählen. Und dann habe ich erzählt und erzählt und erzählt und es sind viele, viele, viele Seiten Interview, Transkripte entstanden. Aber sie hat immer an bestimmten Stellen eingehakt und mir Fragen gestellt. Und über diese Fragestellungen bin ich mir über verschiedene Themen zum Beispiel klarer geworden. Eine Geschichte, um das vielleicht zu verdeutlichen, ne, mit den Themen. Was waren unsere Themen? Ich war ja dann 1998 bin ich nach Oldenburg gegangen ans Staatstheater und habe dort
die Sparte Tanz geleitet. Und wir haben uns oft in Bremen getroffen. Und in Bremen war damals so seine Linke, Urs Dietrich, und dann kam auch Reinhild Hoffmann und dann gab es da ein großes Podium und wir haben über Tanz gesprochen. Und da ist zum Beispiel so ein Moment gewesen, die Susanne sagte, wow, und wir müssen kämpfen, so darf das nicht weitergehen an den Theatern, wir müssen kämpfen. Und ich saß da und dachte, ich habe jetzt schon bis 89 gekämpft. Also irgendwie wollte ich jetzt mal die Welt anders sehen. Der nächste Punkt war, dass sie erzählte, wie wichtig Inszenierungen waren, wo zum Beispiel Frauen über die Bühne liefen und die Männer über die Schulter hatten und über die Bühne gelaufen sind und die Männer über die Schulter getragen haben. Und sie erzählte, es war ein Wahnsinnsaufruhr in Bremen im Theater. Und dann dachte ich, war dieses Thema, als ich in der DDR choreografiert habe, war das ein Thema für mich? Emanzipation? Das war gar kein Thema für mich. Ich habe studiert, ich konnte 5 Jahre studieren. Ich habe da meinen ersten Sohn gekriegt. Danach gab es ja diese Absolventeneinsatzkommission nach diesem 5-jährigen Studium. Ich habe sofort meine Position als Leiter des Balletts gekriegt mit 24 Jahren. Ich konnte da arbeiten und ich hatte auch diese Möglichkeiten und hatte nie das Gefühl, ich muss kämpfen für meine Position als Frau, dass ich in der Gesellschaft nicht wahrgenommen werde. Und da habe ich gedacht, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich geprägt hat und was vielleicht woanders ganz anders gelaufen ist. Also wie gesagt, nur weil ich auf der Suche bin, was ist es, was ist anders, da zu dieser Frage. Ja, finde ich spannenden Punkt. Sehr interessant, ja. Ich hätte noch einen anderen Aspekt, der uns, ich sage jetzt mal Ossis, immer geärgert hat. Wir waren so neugierig, was die Wessis tun, vor allen Dingen in der Kunst, das ist klar. Aber zu wenig war Interesse von dieser anderen Seite. Und das hat uns immer geärgert. Ich hoffe, es hat sich jetzt ausgeglichen, auch wenn Irina jetzt sagt, mit Susanne zum Beispiel dieses Thema, habe mich mit ihr neulich auch darüber unterhalten. Das ist schon sehr spannend. Das Interesse gegenseitig Ost-West. Man kann nur hoffen, dass es sich weiterhin bessert und dass man nicht am Ende sagen kann, naja, die ollen Ossis, was die für Themen hatten oder so. Wir hatten Themen, die waren manchmal verschlüsselt. Wenn wir choreografiert haben, also ich zum Beispiel musste Verschiedenes völlig verschlüsseln. Wenn ich ein Thema hatte, zum Beispiel durfte man nicht zeigen, dass man, das war ja fast Pantomime, ich habe mal ein Stück gemacht, mit deiner Schwester übrigens, wo die über eine Mauer guckt. Und da wurde ich gefragt, was meinen Sie denn damit, Frau Wand? Also so eine Themen gab es bei uns. Oder die spanischen Kragen, ich weiß nicht, ob du die mitgemacht hast. Leute, die eingesperrt sind, das hieß ja Gitter, aber das hieß auch Fächer, spanische Fächer. Aber man hatte so Verschlüsselungen, dass man versteckt hat, was man eigentlich meint. Ja, Hanne, das sind diese, darüber haben wir auch gesprochen mit dieser jungen Frau. Die hat mich auch immer wieder gefragt, ja, was waren denn die Codes? Wo ich sage, ja, na klar, wir hatten Codes. Und das hat die voll interessiert. Und dann da weiter herauszufinden, was das denn war. Weil das lässt sich natürlich so mit so einem Wort nicht vermitteln, sondern das steht ja im Kontext zu der Situation der Gesellschaft. Wir waren ja auch sehr beobachtet und das ist ein großer Unterschied zu heute. Heute werden wir viel weniger wahrgenommen. Damals waren wir kontrolliert und beobachtet und das hat natürlich sehr viel Spannung gebracht. Und man musste sich was einfallen lassen und man fand sich irgendwie wichtig. Man hatte eine Kampfposition. Und das war eine spannende Sache. Jemanden zu ignorieren und den nicht wahrzunehmen, da entsteht keine Spannung. Sondern wenn man beobachtet wird, dann entsteht eine Spannung. Und das ist das Positive an dieser Beobachtung. Mhm. Ich glaube, da gab es gerade eine Wortmeldung dazu. Bitte, ja. Also ich versuche es mal, ich spreche laut. Das ist jetzt ein guter Punkt, eine kleine Randbemerkung abzugeben. Ich bin Kulturhistoriker, mein Name ist Lühr.
Ich habe bis vor 6 Jahren die Dresdner Hefte herausgegeben. Wir haben 2008 mal eine sehr schöne Ausgabe gemacht zu Tanz in Dresden. Und dieses Ding hat mir damals beim Machen insofern die Augen geöffnet, als der Tanz einen ganz wesentlichen Anteil hatte an diesem übergreifenden, viel größeren gesellschaftlichen Emanzipationsprozess. Das ist mehr als die Emanzipation der Frau, sondern es war die Emanzipation der Gesellschaft im Grunde genommen. Volker Braun hat 1981 ein Buch herausgegeben, Mitteldeutscher Verlag, habe ich damals auch gearbeitet, Training des aufrechten Ganges. Und das war ein Prozess, der diese 80er Jahre enorm begleitet hat, für das Theater hier in Dresden völlig fraglos, aber der Tanz hat eben auch eine wichtige Rolle dabei gespielt. Die ärgerliche Neurasthenie der Zeit, das war so ein Spruch um 1900, gegen den Helle Au angekämpft hat, und das hat sich wiederholt. Also die DDR war ein verkorkstes Land, ein neurotisches Land, könnte man sagen, und der Tanz hat Bewegung in diese ganze Szene gebracht. Also die Beweglichkeit im übergreifenden Sinne spielte eine große Rolle. Und da war Theater ganz entscheidend und Tanz aber auch. Der Turmsitz Helge Leiberg, also das gibt mir natürlich den Anlass auch zu sagen, da spielten natürlich auch die bildenden Künste eine große Rolle. Er hat mit der Fine schon Anfang der 80er Jahre, noch bevor er in den Westen gegangen ist, solche Experimente der Gemeinsamkeit gemacht, wo Malerei und Tanz ganz unmittelbar aufeinander reagiert haben. Also das war ein ganz großes Konglomerat der Künste, die diesen Emanzipationsprozess der Gesellschaft in den 80er Jahren in der DDR begleitet haben. Und das, denke ich, also habe ich jedenfalls als Kulturhistoriker erfahren, das, denke ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der ja ein Zentrum dieser Erinnerung geradezu darstellt. Danke, ja. Bitte? Ja, das möchte ich bestärken, weil in meiner Erfahrung, also seit Anfang der 60er Jahre, wo ich also Tanz und Ballett in der DDR gesehen habe, dass also diese Tanzkunst, dass sie ja durch ihre Wortlosigkeit noch ein viel größeres Maß an Freiheit hatte, innerhalb der Kulturzensurmechanismen in der DDR. Und wenn ich an Dresden denke, dass zum Beispiel eine Choreografin, Dresden tanzte der grüne Tisch, dieses Antikriegsballett, und zum anderen eine Choreografin, die wir heute ein bisschen immer nur so sehen als die Chefin des Fernsehballetts, Ömmöke Pöschrim, machte hier eine Choreografie der Dompteur. Das war, wir reden heute von viel Kunst als Lebensmittel. Das war Lebensmittel. Da saßen hinterher bei 3 oder 4 Bier und einem Glas bulgarischen Rotwein und sagten, damit hat sie das gemeint. Damit hat sie das gemeint. Und wenn ich an dieses Bild denke, der Thomas Hartmann in der Mitte als Dompteur und diese Reihe von Tänzerinnen und Tänzern, die dort sozusagen Widerstand probierten, aber es mit viel Fantasie machen mussten. Stichwort Fine. Fine Kwiatkowski als Regieassistentin am Kleisttheater in Frankfurt an der Oder in Mitte der 70er Jahre. Ja, da passierten Dinge, das ging, weil sie auch wortlos arbeitete, weil sie die, wir kannten das Wort Performance ja gar nicht, aber es geschah. Und das waren die Abende, wo man eben hinterher saß und die Kodierungen lösen wollte. Und das war eben einfach etwas Besonderes. Und insofern denke ich, und nicht zu vergessen, die besondere Bedeutung des Tanzes in der Unterhaltungskunst der DDR. Das darf man nicht vergessen, weil in dieser Kunst etwas möglich war, die Welt in die kleine DDR zu holen. Eine sowjetische Operette, Kuss der Juanita, da konnte ganz südländisch getanzt werden. In Musicals, da auf einmal auf der DDR-Bühne war die große Welt. Das haben diese Leute, besonders die Tänzerinnen und Tänzer, geschickt gemacht. Und sie haben schwer gearbeitet. Wir hatten einen großen Nachwuchs. Viele Ballettkompanien wurden ja geschlossen und mussten abgewickelt werden, weil einfach der tänzerische Nachwuchs, insbesondere der männliche, fehlte. Aber das ist etwas Irres und ich bin immer wieder erstaunt. Und wenn ich Irina sehe oder wenn ich Anne sehe und auch die Arbeiten sehe oder wenn ich mich erinnere an die
was ich gesehen habe in diesem choreografischen Studiengang oder in Leipzig, wie dann doch bestimmte Dinge einfach nicht verloren gehen und mitunter auch von Menschen aufgenommen werden, die gar nicht diese DDR-Vergangenheit haben. Ich denke, es ist nicht verloren. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie auch noch Gersdorf einladen wollen und Stabel einladen wollen, weil gerade auch die, selbst was im Erich-Weinhardt-Ensemble passierte. Denken wir an diese irre Choreografie dieser zwei Soldaten, die zusammengeschmiedet waren und auseinander wollten. Ja, wie Spartacus und Crassus. Ganz, ganz irre Erinnerung. Also das hat mich geprägt und ich bin so dankbar, dass ich da, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, und das ist ja auch zum Teil gemacht, dass ich da in Boston groß geworden bin. Aber was ich auch erfahren habe, in meinem Bekanntenkreis jedenfalls, von Anfang an, die große Neugier der Freundinnen und Freunde im Westen. Immer Neugier. Und ich konnte sie immer überraschen, wenn ich mit ihnen in Dresden oder Leipzig oder Altenburg oder Annaberg im Kreuzensjahr. Es hörte aber dann zur Wende ganz schnell auf, ne? Weiß ich nicht, je nachdem, wen man kennt. Ja, danke. Ich glaube, das hilft nochmal. Also wir müssen auch aufpassen, das zu schnell quasi nur in zwei Lager zu teilen. Die waren es auch vorher schon nicht, während und nach der Krise dieser Übernahme oder Wiedervereinigung oder wie man es dann adäquat nennen will, eben auch nicht. Und bis heute ist es das nicht. Ne? Also es ist manchmal davon abhängig, dass Erfahrungen, wie Sie hervorgehoben haben, gemacht worden sind, die vielleicht dann auch für die jüngeren Generationen Impuls war, sich vielleicht sogar noch zu DDR-Zeiten, aber erst recht dann in den 90ern, sehr aufmerksam mit dem zu beschäftigen, was im jeweils anderen Teil geschehen ist. Da sehe ich noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, ich möchte ein bisschen anknüpfen an die begeisterten Erinnerungen, die ich natürlich auch mithebe und auch an die Arbeit natürlich der Frauen vorne auf dem Podium. Was mich jetzt so umtreibt, ist eher an was Angela gesagt, also die gesagt hat, dieses in die Zukunft oder in der Zukunft leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie man so die Brücke schlägt von dem, was wir alle noch erlebt haben und was wir in der Praxis entweder einfach wirklich gesehen haben oder vielleicht doch dann in einer Fernsehaufzeichnung und dem, was die jungen Choreografen, Tänzer heute kennenlernen können. Also natürlich aus sich heraus und aus den aktuellen politischen Umständen, aber wäre es denn interessant zu fragen, die Arbeiten, die damals entstanden sind von den Choreografinnen und Choreografen, sollte man die sich jetzt nochmal ansehen oder ist das wirklich der Schnee von gestern? Weil das hängt natürlich mit der Spezifik des Tanzes zusammen, aber ich kann es aus einer praktischen Sache sagen, es gab in Dresden ja die große Barlach-Ausstellung und dann hatte ich so überlegt, warum machen die jetzt Barlach-Ausstellung, was bedeutet das noch? Und dann fiel mir ein, dass Harald Wandgen, einem der Kammertanzabende hier in Dresden, einen Barlach-Zyklus gemacht hat. Und dann hatten wir die Idee, diesen Barlach-Zyklus vielleicht zu rekonstruieren. So, wie das ja als Mittel auch benannt wurde, der Rekonstruktion. Und das Glück war ja, der Harald Wandgen lebt noch und ist auch sehr gut beieinander in seinem hohen Alter. Das heißt, man könnte nochmal die Brücke authentisch schlagen, nicht nur über Aufzeichnungen oder über Filme. Und wir haben einen Teil tatsächlich rekonstruiert mit Katja Erfurth. Es war auch Musik von Udo Zimmermann, ne, was dann wieder den Weg aufriss, ja, was eigentlich Udo Zimmermann für den Tanz bedeutet hat in Dresden. Also das ist meine Frage, ne? Macht das Sinn oder wem hat das was gebracht? Also da werden wir keine pauschale Antwort heute finden auf die Frage ja oder nein, sondern bitte. Genau, ich wollte nur vorwegnehmen, dass es gerade Sinn eines solchen Abendes ist, über diese Fragen zu streiten und zu diskutieren. Aber damit gebe ich gleich weiter. Also wer sich angesprochen fühlt, mag gerne darauf antworten. Ich würde ganz gern was ergänzen wollen. Wir sprechen ja darüber, dass diese Trennung da ist. Also ich habe eher die friedliche Revolution als eine riesengroße Bereicherung empfunden. Andererseits, durch die Ausbildung an der Palooka-Schule hat sich die grundsätzliche Frage gestellt, es gab das Wort Freiheit,
Das hat Palooka sehr oft benutzt in Improvisationen. Ihr müsst euch frei tanzen, ihr müsst, wenn du hüpfen willst durch die Diagonale, dann gibt es tausend verschiedene Varianten, aber du musst deine eigene innere Freiheit spüren. Und der Begriff Freiheit ist durchaus, und die Frage ist, war Palooka politisch? Ja, nein, das kann ich gar nicht beantworten. Ich würde sagen, ja, sie war politisch. Weil Freiheit war natürlich ein Wort, was einerseits auch vielleicht zu der Zeit gefährlich gewesen ist. Die Gedanken sind frei. Und ich habe damals als 10-jähriger Stift, würde ich jetzt fast sagen, ich kam aus dem Fußball, meine Seele tanzen lassen. Sie hat mir beigebracht, was das bedeutet, die Seele nicht nur baumeln zu lassen, sondern frei zu machen. Und durch Patricio Bunster, der ja eher aus der Jus-Ledertechnik herauskommt oder kam, kann Tanz politisch sein? Grundsätzliche Frage. Und er hat das ganz klar beantwortet, ja, Tanz kann politisch sein. Tanz ist kann die Gesellschaft beeinflussen und du kannst mitgestalten als Künstler. Du hast eine Stimme. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wesentliches nicht nur in der Ausbildung an der Palooka-Schule, das war etwas, was ich mitgenommen habe, was ich erst viel, viel später verstanden habe. Ich habe aus meiner Naivität, kreativ zu denken, kreativ zu sein, als Künstler auf der Bühne zu stehen, nicht nur Menschen zu begeistern mit der Schönheit des Tanzes, sondern auch Botschaften, also Fragen zu stellen. Und die durchaus sehr intensiv. Und die können manchmal schmerzen und manchmal sind die wunderbar seicht und kommen daher. Und wir fühlen uns emotional, seelisch angekickt und es findet ein Dialog statt. Also ein gesellschaftlicher Raum. Und das wurde mir an der Palooka-Schule gelernt. Und dann später natürlich dann auch nochmal an Ernst Busch, aber auch mit den Menschen, denen ich begegnet bin. Da gehört der Ruth Berghaus dazu, da gehört auch ein Wolfgang Schaller dazu und so weiter. Das sind viele, viele Personen, Menschen, wo im Grunde genommen plötzlich etwas entsteht und die Verantwortung, der Rucksack wird immer größer. Künstler zu sein bedeutet nicht nur einfach etwas zu machen, sondern durchaus auch eine Verantwortung zu spüren. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich einerseits die Ausbildung, diese hervorragende, super Ausbildung genossen habe. Und ich bin aber auch, ich hatte Reiseverbot, das kann ich jetzt hier so ganz klar sagen, auch Angebote gehabt, Tourneen zu machen in Westeuropa. Das wurde mir verboten. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Aber das hat nicht dazu geführt, dass meine innere Stimme, die war immer wieder aktiv. Und ich habe darüber nachgedacht, was kann man bewirken? Was ist denn das eigentlich? Ich habe nicht dagegen. Natürlich war ich bei den ersten Demonstrationen dabei und so weiter. Und das hat mich sehr stark geprägt als Künstler. Auch die grundsätzliche existenzielle Frage zu stellen, was bin ich? Was mache ich? Wo gehe ich mit dem hin, was ich mache? Tanz ist nicht nur schön, das ist ganz klar, kann wunderbar sein. Und die Botschaft oder die Fragen, die wir haben, wir geben ja keine Antworten, also zumindest könnte ich das jetzt von meiner Arbeit sagen, aber ich stelle nur Fragen, mehr ist das nicht. Und ich suche Antworten, aber die nur in der Gemeinschaft, im Dialog, in der Kommunikation. Und das Schöne daran ist, dass dieses Tanz dich frei, das schwebt immer mit. Beim Kreieren, beim Kommunizieren, mach dich frei. Und dass da der Tanz eine sehr, sehr große, wesentliche Rolle spielt, das war mir damals noch nicht ganz bewusst. Meine Naivität, Menschen emotional zu verändern, das schwebte immer mit. Aber ich glaube, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich zwei Gesellschaftssysteme erlebe, also das jetzige und das andere erleben durfte. Bin sehr, sehr glücklich, dass es die friedliche Revolution gab. Und da komme ich wieder zurück zu dem Freiheitsgedanken. Was ist Freiheit? Und das gibt mir der Tanz. Und da sind die ersten Schritte gesetzt worden an der Palooka-Schule. Mit den Menschen natürlich und dann später mit anderen Menschen. Und ja, ich will gar nicht so lange darüber sprechen, aber das ist etwas, was mir wirklich auf der Seele liegt, darüber nachzudenken, was bedeutet Geschichte? Wie gibt man Geschichte weiter? Wir können sicherlich darüber diskutieren, Choreografien aufzuzeichnen, weil sie wertvoll sind. Ich weiß nicht mal, ob ich meine erste Choreografie, dass ich das möchte, dass das reproduziert wird. Muss nicht sein. Warum? Für mich selbst spielt es keine Rolle.
Vielleicht ist das wichtig für andere, wenn man Geschichte weitergeben möchte. Ich glaube eher, dass es das, was wir weitergeben, weil jeder Mensch bringt seine Zeit mit. Und je intensiver die Begegnung mit Menschen ist, und da gehört Paluca dazu, da gehört Patricio Bunzer dazu, da gehören einige Menschen hier in diesem Raum dazu, das macht eine Zeitlosigkeit aus und da gibt man wieder Geschichte weiter. Also die Geschichten sind es wert, festzuhalten, das ist richtig. Aber der Tanz ist so schnell vergänglich, das ist ein Atem. Und das bleibt immer etwas hängen in der Erinnerung. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Erinnerungskultur. Was ist unsere Erinnerungskultur? Jeder hat seine Erinnerung und jeder bringt seine Geschichte mit. Sorry. Den Faden nehmen wir jetzt nochmal auf, weil die Frage sich ja auch explizit jetzt, ich glaube, an Arela Siegert, Irina Pauls und auch Hanne Wandke richtete. Auch Katharina Christel sollte vielleicht auch nochmal zu Wort kommen und auch aus der heutigen Generation dazu sprechen. Aber bitte vielleicht nochmal, die Frage war ja konkret, hilft es uns, allein jetzt die Dokumente zu haben oder was brauchen wir? Und sind es nicht gerade die Erinnerungen, die Erfahrungen der Menschen, die darüber sprechen müssen? Und wie kriegen wir das zusammen? Ne? Man muss es auch immer sehen. Also der Tanz ist ja eine Kunst, die man spüren und sehen muss. Und ich denke, dass die Rekonstruktion immer interessant ist, weil sie ist mit der Zeit verbunden, wo sie entstanden ist. Und daraus kann man wieder andere Gedanken für die Zeit, in der man jetzt lebt, sozusagen extrahieren. Ja. Ja. Also ich denke, dass es gut ist, dass es interessant ist. Mich hat das immer interessiert, die Rekonstruktion. Ich wollte das gern wissen, weil ich habe nicht geglaubt, dass sie formlos waren, die Ausdruckstänze, und nur bürgerlich verbrämtes Gefühlsduselei war, sondern ich wollte das selber wissen, wie haben die gearbeitet, wie haben die Gedanken geformt, und bin eben bei meinen Rekonstruktionen dann von den großen Choreografien von Dora Heuer, Mary Wiegmann und Marianne Vogelsang darauf gekommen, dass sie unglaublich streng formal gearbeitet haben, ihre Ideen wirklich in eine Form gemeißelt haben. Und das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was wirklich gute Choreografie ist. Und wohin das gehen kann, wenn man konsequent, und sie waren ja bis aufs Blut, haben die sich strapaziert, um einen Tanz zu schaffen. Und das hat mich immer wieder unglaublich angespornt und inspiriert. Ich denke, es ist wichtig. Jetzt gebe ich gleich eine Wand. Ich mache das ganz kurz. Also eins der genialsten Werke im Tanz ist für meine Begriffe und dich sicher nur für meine, Der grüne Tisch von Kurt Jooss. Es wäre sehr wichtig, gerade auch jetzt in dieser Zeit, dieses Werk wieder aufzunehmen. Und es gibt Aufzeichnungen, auch wenn Anna Marquardt dies damals übertragen hat, die gibt es ja auch noch. Auf jeden Fall muss man das wieder aufnehmen. Es ist ein geniales, wundervolles Tanzstück. Und keine einzelne Rekonstruktion alleine kann irgendetwas wiederherstellen. Das ist ja auch eine heftige Debatte, die seit Jahrzehnten geführt wird. Ich möchte nur noch mal an eins erinnern und habe auch die Fragen schon gesehen und es geht gleich weiter. Es ist nicht selbstverständlich gewesen, in den 80ern den Ausdruckstanz wieder aufzugreifen. Und das ist sicherlich eines ihrer wichtigsten Verdienste, würde ich aus meiner späteren Perspektive sagen, weil wir im Archiv natürlich auch Dokumente und Quellen gefunden haben. Das ist vielleicht auch vielen hier selbstverständlich, aber es war seit den 50er Jahren, seit dieser großen Tanzkonferenz 1951, ein Verdikt über den Ausdruckstanz als elitär, als, also verbrämt, hatten Sie auch gerade gesagt, als mythologisierend, als individualistisch. Das waren alles Schlagworte, die gegen den Ausdruckstanz ins Feld geführt wurden von der Kulturpolitik. Und das hat sehr lange gedauert, also bis kurz vor Ende der DDR, bevor die erste Ausstellung an der Akademie der Künste zu Wiegmann überhaupt stattfinden konnte. Und deshalb ist diese jetzt inzwischen zur Mode gewordene Arbeit mit der Rekonstruktion von Tanzwerken bei Ihnen gewissermaßen vorweggenommen worden, aber aus einem Bedürfnis, wie wir es gerade nochmal gehört haben, aus einem ganz konkreten inneren Bedürfnis. Also es war meine Art zu studieren, ich wollte nicht abhauen, ich habe gesagt, die Palukas auch nicht abgehauen, deshalb konnten wir studieren.
Und ich habe das sozusagen so umgesetzt für mich. Ich kann nicht raus, ich kann nicht weiter gucken, also gehe ich zurück zu meinen Wurzeln. Und da war Dresden das geeignete Tal dafür. Und das, was ich noch sagen wollte, was ich auch wichtig finde, ist, dass die Russen den Tanz ja so lieben und hochgehalten haben. Und dass der Tanz so einen Stellenwert hatte und dass der so diskutiert wurde und dass das klassische Ballett gegen das moderne Ballett und dass der Brecht und der Felsenstein, die haben für die Palucca gekämpft, damit die Schule nicht geschlossen wird. Und die Palucca hat andauernd den Säbel rausgezogen, hat gesagt, sie geht in den Westen. Und dann wurde es wieder ihre Mittel oder was sie brauchte, bewilligt. Also das hing auch stark mit den Russen zusammen, die, wenn man sagt, man ist Tänzerin, kriegte man damals alles. Sogar eine Armeemütze. So, jetzt habe ich Irina Pauls noch und dann die beiden Wortmeldungen auf dieser Seite und dort. Ja. Wollte gerne antworten darauf. Also für mich zum Beispiel als tanzender Mensch ist es unglaublich wichtig gewesen, in andere Choreografien zu gehen. Ich kann das nur erzählen, als ich in den USA war, 1992 habe ich ein Stipendium gekriegt, da war ich beim American Dance Festival 6 Wochen und habe die Chance gehabt, in Masterclasses Choreografien zu lernen, also ob das Philopoulos, ob das also verschiedene Sachen habe ich dort gelernt. Und was ich sagen will ist, wenn Bewegung durch den eigenen Körper fließt, dann bleibt was anderes zurück. Und ebenso ist es natürlich, wenn Choreografien, die entstanden waren, wieder von Tänzern gemacht werden oder getanzt werden, 20 Jahre später, 25 Jahre später, wie ich es in einer Arbeit von mir versucht habe, in den Rekonstruktionen. Es ist unglaublich, was die Tänzer sensibilisieren, was plötzlich der Körper gespeichert hat, was der zum Ausdruck bringt, was er in einer neuen Choreografie oder in einer Neuerarbeitung nicht mehr bringen würde. Und das ist eine Qualität, auf die sollten wir nicht verzichten. Und insofern denke ich, also ich versuche auch in Rekonstruktion zu denken, aber immer natürlich so, wie es Arila jetzt auch gesagt hat, dass man das wieder in einen neuen Kontext setzt, dass ich aus der heutigen Sicht heraus dann ein Add-on-Material mache, also eine neue Choreografie, ein Diskussionsmaterial, also andere Ideen der Teilhabe zum Beispiel, dass das nicht also nur so pur steht, sondern dass es, wie gesagt, eingebettet ist. Aber dieses Erleben, dieses Tanzen, der tanzende Körper, der sich durch sich durchfließen lässt und was einhaust, ich glaube, das lässt sich durch nichts ersetzen. Okay, wichtiges Statement. Jetzt bitte Sie, und dann da außen und dann hier. Mal ganz kurz ergänzen, dass ich die Diskussion vielleicht jetzt in eine andere Richtung gebogen habe. Mir ging es speziell um die Frage Rekonstruktion von Choreografien aus der DDR. Also findet das statt? Hat das jemand gemacht? Wird das gefördert durch das Förderprogramm? Natürlich kennen wir die klassischen, die 20. Vogelsang-Rekonstruktion oder so. Aber meine Frage war jetzt die Choreografien aus der DDR, von Hanne zum Beispiel, den Reigen. Und ich würde auch sehr gerne die Arbeiten von Arila sehen, wenn sie jetzt vielleicht nochmal ein Solo sich vorstellen könnte, zu übertragen. Also das ist meine Frage gewesen. Sind wir, wenn wir über das Vergessen und über das Erbe sprechen, wollen wir es selber auch nochmal auf diese Art und Weise am Leben erhalten, dass wir es rekonstruieren? Wir sind eben so bescheiden. Nee. Okay, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den würde ich gerne auch nochmal vertiefen, wenn wir vielleicht nochmal auch auf die Palucca-Schule zurückkommen. Jetzt gibt es aber dort eine Meldung und dort, und ich glaube, da war noch eine weitere, Genau, ich habe eine Frage, die schließt vielleicht daran an, und zwar vor allem an Katharina Christel, wie denn der Stellenwert ist so grundsätzlich von Tanzgeschichte in der choreografischen Ausbildung, weil ich bin selber Theaterwissenschaftler, ich habe in Westdeutschland studiert und da natürlich auch DDR-Kunst gelernt, das ist Usus, aber ich weiß, dass in Tanzhochschulen ganz oft sozusagen die Geschichte und auch die Wissenschaft sehr sozusagen ganz weit unten kommt, und das ist nicht nur, was weiß ich, in
in Essen so beispielsweise an der Volkbank, wo ich das persönlich erlebt habe. Also ist das was, was man vielleicht für die Zukunft mehr in Studien implementieren müsste, auch für Tänzerinnen, dass man sich eben mit der Geschichte beschäftigt, nicht nur mit der Ostdeutschen, sondern auch mit der Westdeutschen, so grundsätzlich. Ich würde gleich mal aufgreifen. Also prinzipiell in der Palooka Hochschule in Bachelor-Tanzausbildung sowie im Master Choreografie und auch im Master Dance Teacher in allen Programmen ist Tanzgeschichte ein Unterrichtsfach. Und in Master Choreografie ist er durchgängig. Somit ist die Geschichte nicht nur in Tanzgeschichte, auch die Musikwissenschaften, auch die da ganz toll Monika Backlund, die das da unterrichtet, da die Querverbindung, die Schnittstellen auch da zu zeigen und das auch mit reinzubringen für das mehr Wissen, weil auch aufgreifen, was Isolde auch gefragt, was ist es für heute, junge Choreografen auch nochmal, so die Erinnerungskultur, DDR, was meine Erfahrungen sind, jetzt in diesen letzten Jahren mit jungen Choreografen zu arbeiten, es gibt so viele Parallelen, es gibt so viele Länder, die aktuell Choreografen in Situationen sind, dass sie nicht so frei und mit Freiheit arbeiten können, dass sie auch verschlüsselt arbeiten müssen, dass sie auch versteckt arbeiten müssen, dass sie doch Themen vorgegeben bekommen, etc. etc. Das heißt, in dem Studiengang, muss ich sagen, ist dadurch die Reflexion und der Austausch so wichtig. So wichtig, weil so viele verschiedene Menschen aufeinander kommen. Wir haben, ich glaube, um die 27 verschiedene Nationalitäten in der Hochschule. Und dieser Austausch von Erfahrungen von aktuell heute sind so wichtig im Zusammenhang mit Geschichte. Und deswegen finde ich das so toll, dass wir uns hier treffen und dass das auch angekurbelt wird, dass diese Erinnerungskultur von all diesen verschiedenen Phasen auch weitergegeben wird und auch geteilt wird, weil junge Choreografen und Menschen das heute aktuell auch erleben. Auch so erleben, was wir, oder ich war noch sehr jung, ich war auch nur 10 Jahre bei der Wende, erlebt haben in der DDR. Das so kurz von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Also auch das müsste man eigentlich vertiefen, aber ich... Wollte Sie noch zu Wort kommen lassen? Also, ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Ich bin ein Student in Erasmus und Masterstudiengang in Dresden bei Frau Christine Straumer und Frau Katja Erfurt. Ich mache mich in Bewegung und meine Frage war, welche Rolle hat Narkose in eurer Erfahrung gespielt und welche Rolle kann Choreografie und also Tanzbewegung angesichts der Komplexität, der neuen sozialen Dimension und die neue Sprache spielen, mit dem Bewusstsein für alles, was sie durchgemacht und was hier erlebt habt. Ist die Frage angekommen? Vielleicht den ersten Punkt, den habe ich nicht ganz verstanden, akustisch nicht. Der erste Punkt ist, welche Rolle hat die große Figur in euren Erfahrungen gespielt? Also die Figur von dem Institut. Und welche Rolle kann die Bewegung? Okay, ja. Ja, wer möchte direkt reagieren? Oder? Schwierig, weil die Palooka war sehr... wir hatten Rhythmik in der Schule. Es gab ein Fach, rhythmisch-musikalische Erziehung, aber direkt Dalgroß und diese Systeme, die hat die Palooka abgelehnt. Die Palooka wollte, dass man immer wieder neu und schöpferisch denkt. Die hat auch Rekonstruktion abgelehnt. Sie hat gesagt, du bist nicht Dore Heuer und du bist nicht Marianne Vogelsang, du musst neu machen. Also die Palooka würde sagen, macht es nicht, macht Neues. Insofern diesen einen Punkt. Vielleicht noch Genius Loki beschwörend. Es ist ja kein Geheimnis, dass schon am Anfang, als Rudolf Laban hier Dalgroß sehen konnte, bei aller Bewunderung, die er auch hatte für die Arbeit mit der rhythmischen Gymnastik, ganz klar war, dass es in eine andere Richtung gehen musste. Er ist dann ja nach Ascona auf den Monte Verità und Susanne Perrottet und Mary Wickmann, eigentlich zwei der, damals hieß das, glaube ich, Unterstützungs- oder Hilfslehrerinnen von Dalgroß, sind ja mit wehenden Fahnen zu Laban übergelaufen und haben Dalgroß den Rücken gekehrt. Und Dalgroß, das muss man auch gerecht würdigen, war Komponist und war in erster Linie Musiker und hat auf geniale Weise dieses Prinzip der rhythmischen Gymnastik verwendet, ursprünglich um seinen Klavierschülerinnen bessere Koordination mit dem Körper zu ermöglichen.
das darf man nicht geringschätzen. Und es hat eben nicht zufällig dieses Haus zu dem Gründungsort des modernen Tanzes auch werden lassen, nicht durch die Schulfeste zuletzt, ne, die hier 12 und 13 dann stattgefunden haben, vor dem Ersten Weltkrieg. Also das vorausgesetzt, muss man aber sagen, das sind tatsächlich dann auch Abstoßungsbewegungen und auch wiederum von Palucka gegenüber Wiegmann. Also das ist sehr komplex, wenn man im Einzelnen drauf schaut. Das ist nicht nur eine Linie. Ne? Ja, aber die Dörre Heuer war ja auch bei Delgroß. Die war auch hier. Und diese Choreografie, wenn man nur bedenkt, ich kann das jetzt nicht mehr richtig machen, weil das wirklich schwer ist, also die Dore bei Eitelkeit macht einen Schritt nach vor. Die Hände haben die, also so einen flatternden Rhythmus. Dabei geht das Bein langsam weiter in diese Richtung, also Polyrhythmik, und der Kopf wackelt. Also das ist dein Kurs, ja, Polyrhythmik im Körper und damit die Schritte geformt und der Raum benutzt. Also sie stiehlt sich sozusagen so in so einen Raum rein. Und das ist einfach so genial ausgegangen. Und das fußt auf Dalgroß. Okay, vielen, vielen Dank. Bitte. Und wir hatten einen großartigen Rhythmus und Rhythmik- und Musiklehrer. Das war Wolfgang Zeibich, der vor einigen Wochen verstorben ist, im hohen Alter von 93. Aber der hat uns unglaublich viele Kenntnisse vermittelt, auch gerade, was Ari jetzt vormachte, diese Unterschiedlichkeiten. Ein Löffel voll Tat. Ein Löffel voll Tat. Ist mehr. Ist mehr. Ist mehr. Apfelbaum, Apfelbaum, Apfelbaum mit App. Also so einfach das aussieht. Kinder haben unglaublich davon profitiert, gelernt und eigentlich jeder Tänzer, der durch diese Ausbildung gegangen ist. Ja. Also vielen Dank für die angewandte Rhythmik, die natürlich weiter eine Rolle gespielt hat. Ne? Aber das allein, was Dalgroß hier vermittelt hat, das hat noch nicht gereicht. Vielleicht hat es genau an dem Punkt dann auch so stark gewirkt, weil dann noch was anderes dazukommen musste. Und das hat dann viel mit dem, was wir alles schon gesagt haben, mit der Kreativität, auch mit der individuellen Freiheit, wie Mario nochmal hervorgehoben hat, zu tun. Jetzt waren Sie die Nächste und Boris Gruhl nochmal. Bitte dann im Zweifelsfall nochmal die Hand heben, dass ich sehen kann. Hm. Also mein Name ist Bettina Volksdorf und ich sage das, weil ich für MDR Klassik und MDR Kultur arbeite und weil ich bei diesem Stichwort Erinnerungskultur Fragen habe an Sie und vielleicht auch eine eigene Beobachtung mit einbringen könnte. Die Beobachtung ist die, ich bin gebürtige Dresdnerin und habe zwei Töchter, die sind natürlich super erwachsen. Wenn ich denen mit Ost-West komme, verdrehen die Augen, es sei denn, ich erzähle ihnen eine Geschichte, die sie interessiert. Ansonsten finden die das einfach doof, weil es ist nicht ihre Realität, es ist nicht ihre Lebenswelt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten Jahren mit großer Begeisterung beobachtet, dass ein Lancelot von Paul Dessau in Weimar wieder aufgeführt wurde, in Stuttgart wieder aufgeführt wurde, dass ein Schuhe und die fliegende Prinzessin von Udo Zimmermann in Chemnitz herauskommen sollte, jetzt auf CD erschienen ist. Und ich frage mich, ist es nicht wirklich Zeit, Sie sind die Tanzspezialisten, ich habe mehr mit Musiktheater zu tun im weitesten Sinne, die Werke neu zu befragen, auch auf ihre Gültigkeit in der Gegenwart hin. Was haben die uns noch zu erzählen? Und gerade beim Schuhu war ich völlig baff. Was ist das für eine irre Oper? Für eine fantasievolle Oper, die von ganz viel Freiheit spricht. Meine Frage an Sie alle wäre, wir haben ja an den Hochschulen hierzulande und das wird sicher an der Palucka-Schule nicht anders sein, da kenne ich mich nicht so gut aus, sehr internationale Studierende. Wie beobachten Sie das? Interessieren die sich überhaupt für das, was DDR-Tanzgeschichte anbelangt? Also ich sag mal, von Regina Werner zum Beispiel, Leipziger Musikhochschule, weiß ich, wenn die mit ihren Studenten mal Lieder von Wilhelm Weismann einstudiert, dann ist da wieder irgendwie ein Rädchen in Bewegung gesetzt worden. Aber wenn sie es nicht macht, ja, dann wissen eben wieder ein paar weniger, wer Wilhelm Weismann war. Und deshalb meine Frage an Sie, also wie kann man auch diesen Boden bereiten für das Interesse bei Leuten, die aus aller Herren Länder kommen und die erstmal überhaupt nichts damit zu tun haben?
Also ich denke, es gibt in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Formen. Wir hatten erst letztens zum Glück noch im November, bevor wieder Lockdown waren, die Möglichkeit gehabt, den ersten Bachelorstudiengang Tanz mit nach Dessau zu bringen ins Bauhausmuseum. Und da wirklich einen ganzen Tag zu verbringen, habe auch eine Vorstellung gemacht, eine Improvisationsvorstellung. Aber da auch diese Studierenden, die aus Australien kommen, die aus verschiedenen Ländern kommen und die Geschichte nicht kennen, da gleich am Anfang, die sind erst im September, seit September da, in die Geschichte reinzusteigen, wo studiere ich denn? Wer ist denn Gret Paluca? Ne? Und, aber auch da gleich von Anfang an, dass diese Interdisziplinarität auch gleich sofort weiterzugeben. Und das war augenöffnend für sie. Natürlich kennen nicht alle die Geschichte, aber die Geschichte wird weitergegeben in die Style vom Studium und auch im Master in Choreografie. Und speziell auch Improvisation, die eigene Bewegung finden. Ich habe Studierende kennengelernt, die haben vorher noch nie improvisiert. Das heißt, sie lernen das erste Mal kennen, zu improvisieren und was bedeutet es, was gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch ein Weitergeben, Weitertragen von Geschichte, von Wissen, von Erbe. Und auch das Erleben von diesen Performancen, von dem Unterricht, das öffnet auch ein zusätzliches Interesse der Studierenden. Nicht ohne Gründe sagen wir auch heute, wenn man anfängt, in der Paluca-Hochschule zu studieren, ist man Teil der Paluca-Familie. Und das ist wirklich so, dass, soweit ich das auch beobachten kann, seitdem ich jetzt auch da bin, mit den Alumni, das weiter verbindend sein, das ist wunderbar. Möchtest du, Mario? Oder? Ja, nur ganz kurz. Weil ich glaube, das ist die grundsätzliche Frage. Die Frage ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur jetzt für den Tanzbereich, sondern auch gesellschaftlich. Was bedeutet unsere Geschichte? Wie können wir die weitergeben an eine Generation, die diese Geschichte nicht erlebt hat? Ich denke, vielleicht eine Lösung ist die Konfrontation, die ganz klare Konfrontation und möglichst viel Konfrontation mit der Geschichte. Und das ist beim Tanz vielleicht dann die Erinnerung nochmal aufleben lassen und Tanzgeschichte weitergeben, aktiv leben, erleben. Und auch fühlen und in den Körper lassen. Und wir haben auch die Chance mit Menschen, die Begegnung mit Menschen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Spuren hinterlässt, solange das vorhanden ist. Also wo man ganz aktiv mit Menschen zusammen Geschichte erleben kann, glaube ich, kann man auch wieder Geschichte schreiben. Also Tradition weiter mitnehmen in die Zukunft, das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Und da geht es gar nicht darum, ich stehe häufig auch vor der Frage, auch in der Arbeit mit dem Leipziger Ballett, ich habe mit meinem Amtsantritt habe ich von vornherein gesagt, ich bin kein Museum. Tradition weiter mitzunehmen ist sehr wichtig, um eine Fortführung zu schaffen, aber die Auseinandersetzung mit Tradition ist noch viel wichtiger, indem wir auch durch diese Tradition wieder neue Räume entdecken können. Und das ist etwas, vielleicht ist das ein Hinweis zu sagen, okay, die Konfrontation mit jungen Menschen, die Konfrontation der Geschichte mit diesen jungen Menschen, Geschichte weiter zu erzählen, Geschichte weiter zu leben, vielleicht ist dann ein Hauch von Geschichte, die dann wieder mitgenommen wird. Vielleicht ist das eine Lösung. Das ist natürlich so eine Hochschule was ganz, ganz Wunderbares. Und solange die Möglichkeit besteht, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es sein muss, dass man etwas konservieren muss und dann eins zu eins unbedingt dann weitergeben muss. Andererseits, wie Paluca so schön gesagt hat, bitte erfindet was Neues. Ihr müsst nicht mich kopieren, das ist es ja nicht. Andererseits haben wir sie kopiert und sie hat Spuren hinterlassen und wir geben diese Spuren weiter und so weiter und so weiter. Es also kann zu einer endlosen Geschichte werden. Das wäre natürlich schön, aber das hat auch sehr, sehr stark mit der Intensität zu tun. Und wie authentisch lebe ich diese Geschichte nicht nur, sondern wie authentisch gebe ich Geschichte weiter? Ja, jetzt, oder? Irina, direkt noch? Ja, ganz kurz vielleicht noch. Ich unterrichte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, auch im Dramaturgiestudiengang. Und da gibt es ein Fach Theorie und Dramaturgie des Tanztheaters. Und es ist so, da kommen die jungen Studierenden und die haben sehr wenig Ahnung vom Tanz und ja, das ist ein Fach, das belegen wir mal. Und was ich immer erlebe, dass es wunderschön ist,
sie zu konfrontieren, wie du schon sagst, mit den alten Stücken, mit den Filmen. Aber was ich immer versuche, ist, persönliche Erinnerungen daran zu knüpfen. Es ist immer so, dass die dann aufhören, wenn ich eine Geschichte dazu erzähle, wenn ich eine Geschichte weiß, wie das Stück entstanden ist oder ins Detail gehen kann. Schaut mal dies, schaut mal das, schaut mal jenes. Und wie verbinden wir das von heute? Dieses Stückchen Kleid, dieses ist komisch. Also wenn ich das jetzt anhätte, wie fühlst du dich da? Also dieses Eintauchen mit jemandem, der sie mitnimmt über Enthusiasmus und auch eine gewisse Verliebtheit in das, was da gewesen ist. Und das gelingt so wunderbar. Ich bin dann immer ganz begeistert. Dann interessieren die sich so und wollen mehr von der DDR, erzählen mehr von der DDR. Und ich erzähle jetzt nichts mehr von der DDR. Wir gucken uns lieber noch Stücke an. Aber mit einmal ist das da. Und ich glaube, ich bin immer ganz begeistert. Ich denke, die jungen Leute lassen sich gut greifen. Oder vielleicht ergreifen, je nachdem. Ergreifen. Oder sie werden ergriffen durch das, wie du sagst, ne? Was eine eigene Erfahrung werden kann. Bitte. Also, Mario, ich würde sagen, das ist, glaube ich, doch sehr wichtig, was aus den Traditionen kommt und was jetzt ganz neu geschieht, doch immer mal wieder auch in Beziehung zu setzen zu Rekonstruktionen. Also zum Beispiel der Begriff des Tanztheaters. Der wird genannt und plötzlich Pina Bausch, Pina Bausch, Pina Bausch. Naja, um ein Haar wäre das Tanztheater, das deutsche Tanztheater, im Osten entstanden. Das Theater des Tanzes entstand in Weimar. Und dann war ein bedeutender Vertreter war Hen Haas. Das wollte Palucka nicht. Ja? Sie hat dann bei der Kulturpolitik durchgesetzt, dass das Kitsch sei. Und da wurden ihm die Gelder gestrichen. Er hat dann aber dennoch in Halle am Theater diese Art des Tanzes weiterentwickelt. Und dann muss ich sagen, der Begriff ist mehrfach gekommen. Eine ganz bedeutsame Einrichtung des Tanzes in der DDR. In der Verbindung, das haben wir auch mehrfach, das Stichwort, der klassischen Tanztradition, der klassischen Tradition des Balletts mit der zeitgenössischen Öffnung, das Tanztheater der Komischen Oper in Berlin von Tom Schilling. Hier sitzen ja auch Tänzerinnen, die da gearbeitet haben, die da getanzt haben. Und das wäre doch wahnsinnig interessant, eine dieser, es muss ja vielleicht nicht Wahlverwandtschaften sein, was ja nun so ein Meisterwerk von Tom Schilling ist, aber vielleicht mal wieder eine seiner kleinen poetischen Duette, was, wenn ich an La Mer denke oder so, in Beziehung zu setzen zu einem zeitgenössischen Abend oder in Beziehung zu setzen zu Choreografien von jungen Absolventinnen und Absolventen. Du hast und ihr macht das ja in Leipzig auch, ihr setzt eure Arbeiten in Beziehung zu Uwe Scholz und das Ergebnis ist einfach irre. Ja, also dieser Rachmaninoff-Abend, also das vergisst man doch nicht, wie sich dann Tradition mit zeitgenössischer Kunst verbinden. Und gerade wurde ja in Düsseldorf Goldene Hochzeit gefeiert, Hans van Manen, weil er vor 50 Jahren doch zum ersten Mal eine Choreografie in Deutschland gemacht hat. Und Hans van Manen, dieser Altmeister des Tanzes, dessen witzige, verrückte Sachen man sieht. Und man sieht, na ja, wenn da nicht die klassische Grundlage wäre, könnten wir das gar nicht tanzen. Und er ist so jemand, sagt, wir müssen ganz modern sein, wir müssen ganz zeitgenössisch sein. Das können wir aber nur, wenn wir uns dessen bewusst sind, was war. Und ich glaube, das ist ja hier mehrfach gesagt worden, das ist eine riesige Aufgabe, diesen Fundus, und das hat jetzt nichts mit Ostalgie zu tun, davon bin ich weit entfernt, aber diesen Fundus einfach sichtbar zu machen. Und nicht nur, was in Dresden, was in Leipzig oder in Berlin geschah. Der Tanz spielte in der DDR auch eine große Rolle an diesen kleineren Häusern. Das muss man einfach mal sehen, wie wichtig es war, als wir fast in jedem Haus drei Sparten Theater hatten. Und das auf Befehl der sowjetischen Kulturadministration. Selbst kamen zu einem Dreisparten Haus. Nicht lange, aber war es. Also, da sind einfach irre Dinge in der Geschichte zu entdecken. Und meiner Meinung nach lassen die sich
gar nicht anders als tänzerisch den Menschen vermittelt, ohne ihm zu sagen, das ist doch DDR. Nee, sondern, und wenn du selber eine Frage hast, dann beantworte ich es. Das war Ihnen da. Ja, gleich dazu. Ja. Mein Name ist Sonja Blatzek. Ich bin die Nichte von Werner Ulbrich. Vielleicht noch einigen bekannt älteren Leuten. Werner Ulbrich war der, um mit dem Choreograf, mit der Choreografie zu sprechen, war der talentierteste junge Choreograf um die 50er Jahre hier in der DDR. Er hat gewirkt in Chemnitz, er hat gewirkt in Leipzig, er hat gewirkt in Dresden. Mein Onkel war befreundet mit Gret Palucka und hat regelmäßig die Ende der 80er Jahre die Sommerkurse bei der Frau Palucka geführt. Er ist dann aus der DDR in den 60er Jahren, hat er die DDR verlassen. Er war dann der erste Choreograf, der in Stuttgart für Kranke Romeo und Julia gemacht hat. Und wie gesagt, er war dann jedes Jahr hier bei der Palucka zu dem Sommerkurs und hat vielleicht also zur Geschichte interessant, ich habe die Unterlagen mit, die würde ich gerne, die persönlichen Unterlagen Ihnen zur Verfügung stellen für Ihr Archiv. Und ich freue mich, dass, wie gesagt, ich hier in diesem Kreis jetzt nochmal so viel als sehr Ballettinteressierte gehört habe und mit Tom Schilling mal auch sehr befreundet. Und ich kenne auch einige Tänzerinnen aus der Dresdner Zeit, mit dem ein bisschen im Kinderballett bei der Frau Morena groß geworden bin. Also so viel nur mal zu den Choreografen. Ich habe gut Unterlagen da, wenn sich jemand dafür interessiert. Gerne. Wir können im Anschluss darüber gerne noch sprechen. Wir sind allmählich auch an dem Punkt angekommen, wo es ganz gut wäre. Wir runden das vielleicht nochmal ab. Ich wollte einen Punkt auch von Boris Gohl nochmal aufgreifen, der natürlich auch wieder erinnert hat an die Infrastruktur, ne, der vielen kleinen Häuser mit mehreren Sparten, die es zu DDR-Zeiten gab, die danach in den 90er Jahren zum Teil eben ganz schnell geschlossen wurden oder abgewürgt. Der Tanz ist schon für die DDR-Zeit ganz stark abgewickelt worden an den kleineren Häusern. Wir hatten keinen Nachwuchs, uns fehlten die männlichen Tänzer. Mit den drei Ausbildungsstätten, die es dann nur noch gab, reichte das einfach nicht. Und Tänzerinnen und Tänzer aus Polen, aus Ungarn oder Tschechien, die gingen gleich ein Land weiter. Ja, also die Fragen der Theaterinfrastruktur, also was es bedeutet, das hat auch direkte Auswirkungen natürlich, ob man diese Herausforderung annehmen kann, die ja nicht nur bei den Künstlern liegt, jetzt etwas wieder aufzugreifen oder Impulse wieder neu und auch nicht nur bei den Schulen, sondern auch die Theater sind gefragt, manchmal mit prekären Voraussetzungen, aber trotzdem, dort muss auch der Impuls da sein, sich einzusetzen, so wie es hier in Hellerau zum Beispiel und in vielen Häusern ja schon geschieht, etwas dafür zu tun, den Künstlern auch den Rückhalt zu geben, Dinge, die vielleicht auf dem ersten Moment eben nicht so populär daherkommen. Erinnerungsarbeit ist nie gleich populär. Man muss immer oft auch Widerstände überwinden und sich mit bestimmten Themen erstmal auch auseinandersetzen, um zu verstehen, warum es so wichtig ist, daran zu arbeiten. Also das würde ich gerne auch aufnehmen als Impuls. Wir von den Archiven stehen bereit für alle Arten von Erinnerungen, auch aus dem alltäglichen Umgang, Stichwort Unterhaltungskultur, Alltagskultur ist genannt worden. Etwas, was wir auch nicht unterschätzen sollen, wenn es um die Auseinandersetzung mit der DDR geht. Aber für die Runde heute war ja doch sehr deutlich, dass es eben noch möglich ist, mit Ihnen allen, mit euch allen, gemeinsam das aufzuarbeiten. Und dass es nicht einen Blick von oben braucht, sondern dass wir das, solange eben noch die Kräfte da sind, sowohl praktisch durch die eigene Arbeit als auch
pädagogisch an den Schulen und durch die Arbeit, wie sie an der Villa Wigmann Schule oder an dem Ort jetzt und auch hier in Hellerau möglich ist, gemeinsam versuchen müssen. Da gibt es nicht einen Königsweg, der zu den richtigen Erinnerungen führt, sondern Erinnerung ist immer ein sehr, manchmal schmerzhafter, jedenfalls diverser und heterogener Prozess. Und ich hoffe, die Runde hat Ihnen allen Impulse gebracht, die Sie vielleicht erhofft haben. Vielleicht ist manches nicht angesprochen, was Ihnen trotzdem noch ganz wichtig ist. Ich kann nur noch mal sagen, wir werden das fortsetzen, gerne auch gemeinsam mit dem Haus hier in Hellerau, mit anderen Orten, die da auch schon Interesse geäußert haben, gerne auch mit dem Leipziger Ballett. Jetzt wäre die letzte Gelegenheit, auch für Sie, für euch hier auf dem Podium, vielleicht, wenn das Bedürfnis ist, noch etwas nachzutragen. Gibt es da noch Punkte oder haben wir für heute erstmal? Genau, danke Blick, für die Einladung. Der Blick auf die Uhr ist auch ein Statement. Das Thema ist eben so groß, dass es in so einer kurzen Zeit ja nur angerissen werden kann. Aber es ist schön, dass es doch langsam passiert und dass die Tradition nicht verloren geht. Das gut, das ist das beste Schlusswort, was wir hätten finden können. Ich danke jetzt wirklich nochmal allen, die jetzt mitdiskutiert haben und so viel auch von ihrem Leben jetzt heute in die Runde gegeben haben, denn ohne das geht es nicht. Es reicht nicht, nur Dokumente zu haben, auch wenn das oft schwer genug ist, die beieinander zu halten und dafür was zu tun. Aber wichtig ist eben, dass wir darüber sprechen und uns weiter austauschen und vielleicht auch künstlerische Erfahrungen weitergeben, wie wir sie nachher noch machen können. Auch. Also das nochmal auch als Überleitung. Danke vor allem auch ans Haus, dass das möglich war, heute hier zu diskutieren. Danke an die Sächsische Akademie der Künste, Wolfgang Schaller nochmal persönlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu diesem Thema und all den weiteren Fragen, die dann noch offen sind. Danke an alle.